wenn Sie mich nochmal fragen, ob wir Meister werden wollen, dann sage ich, nein, wir wollen absteigen. Aber natürlich würden die Jungs gerne Erster werden, ist doch ganz klar. Ich denke, erst wenn das Geld bei mir im Konto ist, dann weiß ich, dass ich Meister bin. Nein, am Abgrund sollte man nie sagen, also dass man immer erst dann und so weit ist. Dass es ein Himmelfahrtskommando war, das habe ich von Anfang an gewusst. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Topspiel am Freitag bei Premiere hier vom Kaiserslauterer Betzenberg. 1. FC Kaiserslautern gegen Borussia Mönchengladbach. Ich denke, unser Vorspann hat schon hinreichend deutlich gemacht, was hier heute auf dem Spiel steht. Es gilt für beide Teams. Der FCK braucht im Fernduell mit Bayern München ganz dringend einen Sieg. Die Pfälzer ja einen Punkt vorne und noch mit dem Nachholspiel in Bielefeld im Kreuz. Und die Gäste aus Mönchengladbach müssen gewinnen. Sie haben erst 32 Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Also Spannung pur. Wechselfieber. Mönchengladbachs Stefan Effenberg legt seine Zukunft beim FC Bayern München. Vollgas. Der 1. FC Kaiserslautern macht Tempo auf der Zielgeraden Richtung Meistertitel. Visionen. Atze Friedrich, der starke Mann beim FCK, über die Zukunft der Roten Teufel. Erinnerungen. Wir haben den Ex-Teufel Tom Dooley in seiner neuen Heimat USA besucht. Und Experte. 10 Jahre als Spieler auf dem Bückelberg. Heute der Co-Kommentator am Premiere-Mikrofon, Winnie Schäfer. Also ein tolles Spiel und zusätzliche Pikanterie, dass der Ex-Trainer des 1. FC Kaiserslautern, Friedel Rausch, 2,5 Jahre war er hier tätig, heute zum ersten Mal auf den Betze zurückkehrt als Coach von Borussia Mönchengladbach. Ich begrüße ihn sehr herzlich am Mikrofon, Friedel Rausch. Freue mich, dass Sie wieder in der Bundesliga sind. Und die Frage natürlich an Sie, haben Sie auf Anhieb die richtige Kabine gefunden? Zweimal habe ich sie suchen müssen. War abgeschlossen, aber dann bin ich doch reingekommen. Ja. Sie haben selber gesagt, es war ein Makel in Ihrer Trainerkarriere, dass Sie hier gehen mussten. Welche Empfindungen haben Sie, wenn Sie hier zurückkehren? Einfach mal korrigieren. Ich musste nicht gehen. Ich habe nur das Vertrauen des Vorstands nicht mehr gehabt und bin dann von mir ausgegangen. Dann schauen wir einfach mal rein, wie es damals war. Ich möchte nur sagen, dass wir übereingekommen sind, dass das heute mein letzter Arbeitstag für den FC Kaiserslautern war. Ich wünsche meinem Nachfolger alles Gute. Hoffentlich hat er das nötige Schlachtenglück. Ja, das war dann Eckhard Krautzun, der ist immerhin Pokalsieger geworden, aber abgestiegen. Und Otto Rehagel, der hatte in der Tat das nötige Schlachtenglück. Ich weiß, Friedel, dass Sie am FCK gehangen haben. Nochmal die Frage, welche Empfindungen haben Sie, wenn Sie hier in dieses Fluidum zurückkehren? Na, ich habe vorhin schon gesagt, bei einer Ihrer Kollegen, im Vorfeld habe ich gedacht, das ist ein normales Spiel. Aber als ich hier reinkam, hat man doch Schmetterlinge im Bauch. Was mich gefreut hat, ich bin sehr herzlich von den Fans empfangen worden. Das tut gut. Wir haben nicht vergessen, dass ich ja auch hier erfolgreich gearbeitet habe. Und ich freue mich, dass ich hier mit meiner Mannschaft spielen kann. Ich sage, wir spielen heute gegen den künftigen deutschen Meister, egal wie das Spiel ausgeht. Ich hoffe natürlich, dass wir erfolgreich sind. Was haben Sie Ihrer Truppe zur besonderen Atmosphäre hier im Fritz-Walter-Stadion auf den Weg gegeben? Ich brauche da nicht viel mit auf den Weg geben, weil meine Truppe oft genug hier auch gespielt hat. Ich habe erfahrene Spieler dabei. Nur wir kämpfen ums Überleben, das ist ganz logisch. Und Kaiserslautern hat es da in dieser Hinsicht, und da muss ich dem Otto recht geben, nicht so viel Druck. Sie haben so vieles erreicht, sind oben und werden auch, wenn wir auch heute hier gewinnen sollten, oben bleiben. Würden Sie sagen, wenn es heute keinen Sieg gäbe, dass es dann vorbei ist mit der ersten Bundesliga Mönchengladbach? Solange theoretisch noch alles möglich ist, einige Mannschaften ziehen ja nach, darf ich nicht sagen, es ist vorbei. Wir müssen uns immer wieder selbst aufrappeln. Ich hoffe, dass wir heute erfolgreich sind, ich dann irgendwie doch mit der Mannschaft noch das rettende Ufer erklimmen kann. Sie sind ja jetzt schon einige Tage mit der Mannschaft zusammen. Wie lautet Ihre Diagnose? Was ist falsch in dieser Truppe? Irgendwas kann ja nicht stimmen. Okay, es hat nicht gestimmt, aber das ist Schnee von gestern. Und ich bin nicht der Trainer, der über die ehemaligen Trainer, die hinter mir waren, irgendwas sagt. Ich muss nach vorne schauen. Ich habe eine Mannschaft übernommen, die aufgrund der Situation
unsicher war, das ist ganz logisch. Ich glaube, dass ich auf meine Art wieder Freude ein bisschen gebracht habe, dass natürlich der kleine Erfolg in Leverkusen dazu beigetragen hat, ein böser Rückschlag zu Hause gegen Duisburg und dann das Erfolgserlebnis in Dortmund, und ich hoffe, dass wir daran anknüpfen. Worauf kommt es heute an hier? Ja, ein Tor machen und mehr als Kaiserslautern und dann ist alles okay. Flügelspiel der Lauterer unterbinden? Naja, das kennen wir ja, dass die Lauterer mit weiten Bällen operieren, dass sie über die Flügel kommen. Die Mannschaft, die am meisten über die Flügel kommt, laut Statistik. Aber ich weiß das auch, wusste das so im Vorfeld. Wir müssen dagegen halten und wollen sie verstecken. Wir wollen gewinnen. Ein Punkt kann vielleicht zu wenig sein. Riedelrausch, danke schön. Wir sehen uns nachher zur Analyse im Studio. Und neben der Frage, ob die Borussia, danke schön, die Klasse halten kann, liebe Zuschauer, beschäftigt man sich am Niederrhein natürlich auch mit der Frage, bleibt der Kapitän an Bord? So, liebe Zuschauer, nach diesen Informationen über Borussia Mönchengladbach jetzt zum ersten Mal zu Ihrem Kommentator. René Hiepen. Vielen Dank, Patrick. Herzlich willkommen. Ihnen einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, vom Lauterer Betzenberg aus. Titelkampf und Abstiegskampf, der erste gegen den 17. Heute ist zwischen Himmel und Hölle wahrlich alles drin. Und das macht dieses Spiel mit Endspielcharakter wahrlich so teuflisch gut heute. Und wer heute Abend, das dürfen Sie mir glauben, zu lieb ist, der kommt nicht in den Himmel, sondern der wird in den nächsten Wochen durch die Hölle gehen. Da bin ich ganz sicher. Unser Co-Kommentator heute Abend, das ist Winfried Schäfer. Winnie, welche Brisanz hat dieses Duell heute Abend für Sie? Ja, einmal ist meine ehemalige Mannschaft, wo ich früher gespielt habe, wo ich angefangen habe. Und dann geht es hier um den Meister. Ich kann mir vorstellen, dass wenn Lautern gewinnt, dass sie einen Riesenschritt gemacht haben. Und wenn Gladbach verlieren sollte, sind sie so gut wie abgestiegen. Das wäre auch schade, weil so eine Mannschaft, das wäre ein großer Verlust für den deutschen Fußball. Was erwarten Sie aufgrund dieser brisanten Voraussetzung von diesem Fußballspiel heute Abend? Ich erwarte, dass beide in die Offensive gehen. Gladbach wird vielleicht erst ein bisschen vorsichtig sein, weil sie ihn zu Null halten müssen, die ersten Viertelstunde, damit es ein bisschen ruhig wird im Stadion. Aber dann werden sie ihr Spiel aufziehen aus dem Konter heraus. Und sie haben hier immer gut gespielt. Auch zu meiner Zeit haben wir unsere Spieler hier immer gewonnen. Und das weiß auch Kaiserslautern. Ich kann mir vorstellen, dass sie ein bisschen vorsichtig spielen werden. Keine andere Mannschaft in der Fußball-Bundesliga, Winnie, liebe Zuschauer, hat so oft auf dem Lauterer Betzenberg gewonnen wie Borussia Mönchengladbach, die heute in folgender Formation beginnen werden. 8 Leute sind noch dabei vom letzten Sieg hier auf dem Betzenberg aus dem Jahre 95. Klinkert ist verletzt, deshalb Hochstädter wieder auf der Libero-Position und der Schwede Andersson rückt auf die Manndecker-Position gegen Marschall, Hörsen und Schneider. 2 laufstarke Spieler auf den Außenpositionen und vorne das magische Dreieck vom linken Niederrhein, wenn Sie so wollen, mit Plipsen, Effenberg und Pettersson. Lautern, da hat Otto Rehagel ein bisschen umgestellt. Reich, der offensive Mann auf der linken Seite, geht raus. Dafür ein defensiver Rein mit Koch. Und so lautet das Rehagelsche Rezept, den risikofreudigen Gladbachern im Mittelfeld das Leben schwer zu machen. Und Risto wird zentral hinter den Spitzen Rische und Marschall spielen. Eine traumhafte Kulisse am heutigen Freitagabend hier und optimale äußere Bedingungen für ein schönes Fußballspiel. Und diese Herren würden gerne heute, da bin ich ganz sicher, noch zum Einsatz kommen bei diesem so wichtigen Spiel. Wir freuen uns auf einen stimmungsvollen, auf einen tollen Fußballabend. Winnie Schäfer und pünktlich, das ist versprochen, zum Anpfiff sind wir wieder hier oben. Und wir kommen zum ersten FC Kaiserslautern, liebe Zuschauer. Da wurde ja viel spekuliert in den vergangenen Wochen, ob bei den Pfälzern die Nerven halten würden. Aber die Spiele hier zu Hause gegen Dortmund und auch in Rostock haben eigentlich bewiesen, die Pfälzer können das. Sie haben Druck gemacht und auch in der Freizeit wird gepowert. Christian Schommers war mit dabei, als die Pfälzer Dampf machten. Mit Vollgas in Richtung Meisterschaft. Für die FCK-Profis Andreas Reinke, Jürgen Rische und Thomas Redl das Motto für die letzten 4 Spiele. Optimismus ist angesagt für den Endspurt auf den Titel. Wir sind Erster, also bis jetzt, wenn jetzt Schluss wäre, wären wir Meister. Aber es sind halt noch 4 Spiele, das ist klar. Und wird noch ein schweres Stück Arbeit. Wie gesagt, die Woche ist meines Erachtens jetzt das Entscheidende. Wenn wir die relativ gut überstehen, sage ich mal, sehen die Chancen natürlich super aus. Super war der persönliche Verlauf der Spielzeit für Jürgen Rischer allerdings nicht. Der 27-Jährige erzielte zwar 9 Saisontreffer, spielte allerdings nur 15 Mal von Beginn an. Ich bin hierher gekommen, weil ich Fußball spielen und nicht auf der Bank sitzen. Das
In der letzten Zeit hatte ich dann halt immer mal auf der Bank gesessen und dann wird man halt sicherlich unzufrieden und denkt über andere Sachen nach. Der einstige Goalgetter des VfB Leipzig hat konkrete Angebote aus der Bundesliga. Und obwohl der erste FCK Riches Vertrag mit § 11 bis 99 verlängerte, könnte es Jürgen in der kommenden Spielzeit zu Klaus Toppmöller nach Bochum ziehen. Entscheidung in den nächsten beiden Wochen. Viel Ruhe braucht momentan Giriakos Forza. Eigentlich müsste der Schweizer pausieren, denn eine Knochenhautentzündung am Schienbein behindert ihn seit Wochen. Operation nach der Spielzeit unumgänglich. Bis dahin allerdings beißt der Kapitän auf die Zähne. Ja, ich muss ja. Ich habe ja schon die letzten 4-5 Wochen so gespielt. Es ist zwar schmerzhaft, aber wie gesagt, ich gehe da durch, beiß mich durch und dann nach der Saison sehen wir dann weiter, was wir machen. Der Brasilianer Ratinho trainierte nach seinem Bänderabriss im Sprunggelenk und einer 5-wöchigen Pause seit Dienstag wieder mit der Mannschaft. Gestern Abend allerdings musste er aufgrund eines grippalen Infektes für das heutige Spiel passen. Trotz allem will die Mannschaft von Trainer Otto Rehhagel die Meisterschaft so schnell wie möglich perfekt machen. Ich glaube, dass wir gewinnen und dann auch der nächste Spiel in Bielefeld und dann schon am Mittwoch wird alles klar. Die Roten Teufel gehen als Erster auf die Zielgerade in Richtung Meisterschaft. Und wenn sie ihre Unbekümmertheit und Gelassenheit behalten, können sie auch heute gegen Mönchengladbach bestehen und am Saisonende auf dem Siegerpodest ganz oben stehen. Eine hochbrisante Partie heute zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Borussia Mönchengladbach. 1991 war es ähnlich. Damals benötigten die Pfälzer 2 Spieltage vor Schluss nur noch einen Punkt gegen die Borussia aus Mönchengladbach, um deutscher Meister zu werden. Die Rückblende. Das Rennen um die deutsche Fußballmeisterschaft geht in die entscheidende Phase, ebenso der Kampf gegen den Abstieg. Ihr Kommentator legt sich mit in die Kurve. René, viel Spaß! Und frech wie wir sind, liebe Zuschauer, das verspreche ich Ihnen, werden wir heute alles daran setzen, à la Michael Schumacher hier auch in der Kurve zu überholen, um Sie bestens daheim am Freitagabend zu vergnügen bei diesem schönen Fußballwetter auf dem Lauterer Betzenberg und der Effenberg. Auf dem Betzenberg, das ist ein Gipfeltreffen der ganz besonderen Art. Wer ist heute Abend teuflisch gut? Der Unparteiische, ein ganz erfahrener Mann, kommt übrigens nicht aus Bayern, lieber Otto Rehhagel. Das ist Bernd Heinemann aus Magdeburg, wenn Sie so wollen. Der Gildo Horn unter den Bundesliga-Schiedsrichtern, er ist der Meister. Ich dachte, wenn die Nussecken mehr essen. So, der Gast. Hallo. 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 Die beiden Zehner werden sich sicherlich das ein oder andere Mal heute Abend auch im Spiel treffen. Giriakos Forza und Stefan Effenberg. Denn ihre Wege, Winnie, werden sich heute Abend sicherlich das ein oder andere Mal bei diesem Spiel kreuzen. Das ist richtig. Nur der Forza wird sich im Mittelfeld mehr von der Defensive, er wird also nicht viel decken, er wird sein Spiel aufziehen, er wird direkt spielen, er wird das Spiel nach vorne tragen, aber in Richtung Deckungsarbeit ist er so gut wie ausgeschlossen. Er ist immer dafür da,
Also nach vorne alle. Zwei Trainer-Dinos, die sich hier herzlich begrüßen. Beide sind rund 24 Jahre als Cheftrainer im Amt. Otto Rehhagel und Friedel Rausch. Der Friedel allerdings zwei Jährchen jünger als der Otto Rehhagel. Und er hatte hier sicherlich eine schöne Zeit, so wie er sagt, 2,5 Jahre. Eine Beziehung des Herzens nennt er die Verbindung zwischen ihm und dem ersten FC Kaiserslautern. Zwei Schlüsselpositionen sicherlich heute Abend, liebe Zuschauer. Die Außenpositionen und das Kopfballspiel. Darauf kommt es heute Abend insbesondere für Borussia Mönchengladbach an. Will man hier erfolgreich sein? Ja, man sieht, dass auf der linken Seite Schneider spielt, der eigentlich nur ein Rechtsfuß ist. Aber Bühnhoff ist sofort in seiner Nähe und hilft eben, wenn Puck seinen Dribbling ansetzt. Die Lauterer sind in der Luft unglaublich stark, fangen furios an. Hier ist Buck. Sofort kommen die hohen Bälle. Das ist das Rezept von Lauterns Trainer Otto Rehhagel. Das weiß der Winnie Schäfer natürlich auch wie kein Zweiter. Rechts wie links in der ersten Viertelstunde kommen nur die langen Bälle rein in den Strafraum des Gegners. Ja, das hat er in Bremen schon sehr gut gemacht. Er hat natürlich da dementsprechend noch lange Kerle eingekauft, die Bälle verwerten konnten. Stark gespielt. Und Rische mit seiner ersten Möglichkeit. Neun Tore hat er schon erzielt. Hier sehen wir nochmal. Klasse Pass von Martin Wagner. Und die beiden Manndecker Paslak und Andersson. Den entscheidenden Tick zu spät. Glück gehabt. Pettersson. Man als Trainer in solch ein Spiel rein, Willi, die erste Viertelstunde hier vor dieser teuflischen Kulisse überstehen? Ja, man muss versuchen, wir haben ja hier auch 0-0 gespielt, man muss versuchen, dass das Publikum anfängt zu pfeifen und man muss den Ball halten, man muss den Gegner aus dem Rhythmus bringen, man muss sie zu Fehlern zwingen und das lautere Publikum irgendwann wird das ungeduldig und dann wird die Mannschaft natürlich hektisch und das muss man hinkriegen. Dann hat man hier eine Chance, auch das Spiel zu gewinnen. Er will natürlich nicht und er hat eine winzige Chance, das weiß er, aber er möchte nicht in die zweite Liga mit Borussia Mönchengladbach. Wenn es irgendwie geht, will er es noch packen und er, auch wenn er es manchmal so dahinstellt, wir sind ohnehin schon die Sensation der Saison, glauben Sie mir, Otto Rehhagel will Meister werden dieses Jahr. Ja, das wäre natürlich der Gipfel überhaupt, wenn er das schaffen würde. Axel Roos. Hochstetter, zuletzt in 60 München gespielt vor 3 Wochen und ist heute Gott sei Dank wieder dabei. Ein wichtiger Spieler. Handspiel angezeigt von Heinemann. Ist mit allen Wassern gewaschen hier, denn Schwede hatte darauf gehofft, dass er das nicht sieht, aber er hat es gesehen. Wagner. Gut gelöst von Paslak. Da muss Martin Schneider natürlich aufpassen, dass er nicht überlaufen wird von diesem unglaublich schnellen Andreas Buck. Andreas verlangt den Ball sofort in die Spitze, er nimmt das Tempo auf und dann ist natürlich unheimlich schwer, aber man sieht sofort, orientiert sich ein zweiter Mann rüber, macht den Raum zu. Hat ein tolles Spiel gemacht, letzte Woche in Rostock. Und diese Mannschaft, der 1. FC Kaiserslautern, auch wenn es die Endphase der deutschen Meisterschaft ist, macht auf mich in den letzten Wochen alles andere als einen nervösen Eindruck. Sie haben eigentlich wieder zu ihrer alten Stärke gefunden, sie spielen guten Fußball. Richtig, sie haben eine kleine Durchstrecke gehabt, aber Bayern hat auch nicht nachgezogen. Und so haben sie sich wieder fangen können. Sie haben mir gar nichts zu verlieren. Peter Winhoff. Erster Eckball für die Gladbacher. Sie haben es eben gesehen in der Rückblende. Gladbacher Sieg hier
im Meisterjahr der Lauterer, da hatte Winhoff auch noch ein paar mehr Haare auf dem Kopf. Wie die Zeit vergeht, 7 Jahre ist es her. Oh, das ist natürlich sehr stark. Gladbach geht mit 6 Mann vor das Tor im Gegner, beim Gegner, beim Eckball. Das ist natürlich, man zeigt, dass sie hier gewinnen wollen, dass sie alles versuchen. Katnitz. Schneider sichert dann hinten ab. Karl-Heinz Plipsen in der Vorwoche beim 2:1 in Dortmund mit seiner, so wie ich finde, besten Saisonleistung. Er ist ein typischer Konterspieler, so wie das Gladbacher Spiel immer war. Er hat das Tor wunderbar vorbereitet, ist in die Spitze reingegangen. Er kann eigentlich viel mehr, als er in den letzten Wochen gezeigt hat. Patrick Andersson. Unter der Woche noch beim Länderspiel gewesen. Schulterverletzung hat er. Sehr schmerzhaft, aber es muss gehen, sagt er. Hausweiler. Sofort sind auf der linken Seite Risto, der Bulgare und Wagner da. Pettersson gegen Koch. Guter Pass von Effenberg. Ah, schön geöffnet. Es wäre natürlich ein Pass gut gewesen von Paslak in die Spitze rein. 1 gegen 1 Situation herausholen. Der Schuss, der kann also nie reingehen von der Entfernung. Allerdings muss man sagen, aus Sicht des ersten FC Kaiserslautern nur ein Sieg aus den letzten 7 Spielen. Es muss mal wieder ein Heimsieg her, um sich letztlich dort oben an der Tabellenspitze zu behaupten. 29 Spieltage auf Platz Nummer 1. Nur 2-mal stand eine andere Mannschaft oben. Wer nämlich, Winnie? Kann nur der KSC gewesen sein. Genau, am 1. und am 3. Spieltag. Ja. Peter Winhoff, gut gemacht gegen Sforza. Ganz clever gemacht von Jürgen Riesche, ja, der keine Chance mehr hatte. Und ganz kurz den Ball nur angetippt habe, um zumindest noch einen Einwurf gegen Andersson herauszuholen. Schönberg. Und Kaps. Wie weit kommt es heute Abend, Winnie, auf ihn an in der Strafraumbeherrschung, wenn so viele hohe Bälle in den Strafraum kommen? Ja, Kamps ist natürlich nicht der ideale Mann für die Flanken, aber er hat ein gutes Gespür, ein relativ guter Fußballer. Wichtig ist, dass einmal die Außenverteidiger die Flanke nicht zulassen. Je weniger Flanken kommen, je weniger Möglichkeiten. Und je besser hat sie Abwehr dann. Er muss Mut zeigen, wenn er raus muss. Das Duell der 10er, wir haben es vorhin angesprochen. Effenberg engagiert gegen Sforza mit seiner Schienbeinverletzung. Und Kaps hat ja unter Woche das Länderspiel der Schweiz sausen lassen gegen die Nordiren, hat nichts verpasst, der Cejakus Forza ging 0-0 aus. Aber das ist natürlich wichtiger, heute zu spielen, als ein Länderspiel, was uninteressant ist. Die Schweizer, das wissen Sie ja, liebe Zuschauer, ohnehin nicht qualifiziert für die WM. Aber Sie sehen, dass die Gladbacher auf einer Linie spielen, obwohl der Hochstädter Libero spielen soll, ist er immer auf einer Linie und übernimmt den Mann, der frei kommt. Denn Effenberg kümmert sich wenig um Sforza und dann ist der Ristoff noch frei und Christian weiß aufgrund seiner Erfahrung immer, wann er den raus muss und den Mann stellen muss. Er hat vor dem Spiel klar formuliert, wenn wir heute verlieren, dann bin ich nächstes Jahr Zweitligatrainer. Klare Ansage von Friedel Rausch. Denn selbst wenn dann 2 Siege folgen sollten gegen Rostock und in Wolfsburg, mit 38 Punkten würde man wahrscheinlich absteigen. Aber auch das wissen wir heute noch nicht zu 100%.
Ja, aber ich bin natürlich hoffen, das muss ich hier sagen, dass mein ehemaliger Verein der KSC der Liga bleibt. Hausweiler, der Übeltäter, der junge Mann gegen Sforza. Ja, gut, dass jetzt der Schiedsrichter ganz ruhig bleibt, nicht Hektik reinbringt, das voll gesehen hat, weiterspielen lässt. Kurze Ermahnung, kurze Ansprache an den Jungen, schon geht's weiter. In dem Stadion ist es für den Schiedsrichter unheimlich schwer, die Ruhe zu bewahren. Otto beschwert sich, natürlich lautstark und fordert, hier wie möglich sogar eine etwas härtere Bestrafung für Hausweiler. Schönen Tag! Lauterer im Zentrum in der Überzahl. Andersson, der sich gerade da schon beschwert wunderschöner hat. Doppelpass. Buck, er wird gefährlich. Und das zeichnet eigentlich diesen Mann aus, Olaf Marschall. Auch wenn er eigentlich keine Möglichkeit hat, er macht was draus und sucht sofort kompromisslos den Abschluss zum Tor. Ja, das ist dieses Jahr besonders gut geworden und er hat ja mal ein schlechtes Jahr hier gehabt, aber er hat immer wieder versucht und er hat das Glück gehabt, dass diese Bälle auch manchmal mit viel Glück reingehen. Hat sich ja leider, muss man sagen, im Hinspiel verletzt auf dem Bökelberg, Innenbandabriss im Knie, und was ihm natürlich fehlt, ist so ein bisschen die körperliche Fitness noch. Und der Bundestrainer hat ihm gesagt, entweder Freddy Bobic oder du, nur einer von beiden geht mit zur Weltmeisterschaft. Oh. Schönberg Christensen, der gute Erinnerungen hat an Borussia Mönchengladbach, ist nämlich damals Pokalsieger geworden mit Hannover gegen die Borussen, hat den entscheidenden Elfmeter verwandelt. '92 war das. Und er bestätigt, hier sehen wir noch einmal, Risswunde am Bein von Ciriaco Sforza. Das kann schon mal passieren, wenn es in die harten Zweikämpfe geht. Ja, es geht hier um viel und aber es ist keiner auf dem Platz, der jemand verletzen möchte, sondern es sind Zweikämpfe. Sforza setzt sich einem der andere auf. Andi Buck. Viel über rechts bei den Lauterern. Sind wir gewohnt. Pettersson. Aber es ist eigentlich das richtige Rezept, ist mit Direktspiel über die Flügel auch gegen die Pfälzer zu versuchen. Ja, den Rücken von Wagner und den Rücken von Buck, weil beide ja in die Offensive gehen. Also im Moment sind die Lauterer sind nicht so sicher, wie sie eigentlich sein müssten als Tabellenführer. Sie haben ein bisschen Respekt vor Gladbach. Borussen spielen gut auf in dieser Anfangsphase, selbstbewusst vor allen Dingen. Ja, sind ballsicher, bewegen sich gut aus der Abwehr heraus. Und das ist ja das, was der Kapitän Stefan Effenberg sich nicht erklären kann. Gegen Duisburg so grottenschlecht und dann in Dortmund so stark. Und auch heute wieder so gut. Kein Elfmeter. Nein. Und das ist ein Phänomen bei allen Mannschaften, die unten stehen. Hat selten einer in der letzten Zeit zu Hause gewonnen. Karlsruhe verliert zu Hause. Köln hat zu Hause verloren. Bielefeld hat zu Hause verloren. Alle Mannschaften, die unten stehen. Martin Wagner. Und das sind die Bälle, da muss Kamps raus. Ja, obwohl die natürlich nicht so gefährlich sind, weil sie vorprogrammiert sind. Aus dem Lauf heraus, wenn wir eben Puck den Ball in die Gasse bekommen, dann direkt flanken, dann ist es für den Abwehrspieler schwer, weil das sind Bälle, die sind programmiert und dann muss der Torwart eben nur erst da hochspringen.
Danke an Christian Schommers, unseren Redakteur hier oben. Ausgeglichene Zweikampfbilanz, sagt die Statistik. Abseits. Marschall. Das machen die Gladbacher natürlich hin und wieder ganz gerne. Dort mit Hochstädter auf der Libero-Position. Auch ein bisschen hin und wieder auf Abseits zu spielen. Ja, sie bewegen sich sofort mit dem Ball nach vorne und so halten sie das Spielgeschehen raus aus ihrem 16 Meter. Peter Winoff, wer hat den eigentlich nach Gladbach geholt? Ja, das ist schon lange her. Das war damals ein Jugendspieler in Berlin und er wollte unbedingt nach Leverkusen oder mal Leverkusen hat versucht, ihn in ihren großen Stall zu bekommen. Ich habe ihn überreden können und ein Gespräch mit Jupp Heynckes arrangieren können und er ist dann nach Gladbach gekommen. Und ich glaube, er hat es auch nicht bereut. Er war früher Mittelstürmer in Berlin. Karl-Heinz Plipsen. Jetzt noch muss er noch ausspielen. 3 gegen 4. Hausweiler hat einen rechten Fuß. Da ist der Ball im Tor. Was für ein Fehler von Reinke. Die kurze Ecke, die muss er haben. 1:0 für Borussia Mönchengladbach. Markus Hausweiler mit seinem ersten Bundesliga-Tor. Was für ein Schnitzer. Ja, aber jetzt muss man sehen, wie die Lauterer sich jetzt verhalten, wie sie sich anmachen, wie sie zum Teil gebückt weggehen. Jetzt muss er noch aus. Gut gewartet von Karl-Heinz Plipsen. Ja. Im genau richtigen Augenblick. Kein Abseits, Sie sehen es hier. Vinny, den muss er haben. Ja, eine kurze Ecke muss jemand Torwart haben. Das ist richtig. Er hat sich nach die andere Seite, ja, jetzt geht hoch da. Und da ist das Gladbacher Präsidium in der Mitte. Der Mann von der AOK. Alles ohne Krise, das wäre ihm am liebsten. Wo gibt's das schon? Manchmal werden Krisen heraufbeschworen, die gar nicht notwendig sind. Wenn man Profilneurotiker hat. So, wir sind wach. Ich wollte gerade sagen, wir sind wachsam wie ein Fuchs und passen weiterhin gut auf. Ja, natürlich, aber es war ganz gefährlich. Zum Tor hingeschlagener Freistoß, laufen alle vor den Torwart. Hier nochmal das Tor. Karl-Heinz Plipsen. Gefühlvoll mit links. Ja. Und Otto Rehhagel. Schauen sich diese Reaktion an. Beim 0:1. Aus seiner Sicht. Ja, Otto spürt es ein bisschen. Denn normal sitzt er nicht. Er hat gespürt, dass es nicht so lief, wie er wollte. Sie haben die erste Viertelstunde überstanden, die Borussen, und dann gleich eine Minute später eiskalt zugeschlagen. Thomas Hörsen. Lautern ist verunsichert. Sie haben Einwurf. Sie haben noch nicht diesen Power drin. Sie haben das Publikum noch nicht auf ihrer Seite geholt, so wie es eigentlich sein muss. Oh je. Das ist eine ganz entscheidende Woche für ihn und seine Mannschaft. Heute Abend gegen die Borussen und Mitte der Woche natürlich auch live bei uns, liebe Zuschauer, auf der Bielefelder Alm. Und schon wieder, wie auch gegen den Borussia Dortmund, die Lauterer daheim in Rückstand. Oh, sie sind sehr verunsichert. Na, ist korrekt, was Schiri gemacht hat. Er hat das Spiel im Griff. Er bringt mehr Aktionen und bessere Akzente setzt er als Sforza. So sieht kein zufriedener Trainer aus, würde ich mal sagen. Aber der Otto, man hat es gesehen, also er sieht es normal nicht auf der Bank. Und Trainer, die kennen ihre Mannschaft, die spüren es. Markus Hausweiler
mit seinem ersten Bundesligator. 22 Jahre jung, macht sein 8. Bundesligaspiel heute Abend, kam von den Amateuren. Ursprünglich stammt er aus Neuss. Und dort ist jetzt ein ex-Lauterer Trainer, nämlich Wolfgang Funkel. Oh. Schönberg. Erster Eckball. Für immer gefährlich. Immer gefährlich für den Gegner jetzt die Eckbälle, gerade mit ihren kopfballstarken Leuten. Kommt vom Tor weg. Wagner, kurz ausgeführt. Sforza. Und die 38.500 sind ein bisschen leiser geworden. Das, was Sie eben sagten, Willi. Ja, wir hatten das Gleiche hier auch geschafft. Wir haben noch nicht geführt, aber wir haben hier 0-0 gehalten, haben Chancen gehabt. Und Risto. Jetzt wird es ruhig im Stadion. Der Bulgare, Marian Risto. Ja, muss er querlegen. Er muss den Marschall ins Spiel bringen. Er hat schon ganz wichtige Tore erzielt im Verlauf dieser Saison. Danke, das war's für unsere hübsche Kamera. Die muss neu installiert werden. Christo, bin auch da. Kein Freistoß, nein, hat keine Mann. War gut. Ja, man sieht, das ist das Gladbacher Spiel. Sie lassen den Ball laufen direkt, bewegen sich nach vorne. Gutes Spiel ohne Ball auch. Ja, ja. Jetzt haben sie wieder eine Möglichkeit. Ah, schade. Effenberg bislang die meisten Ballkontakte mit Abstand hier nach diesen knapp 22 Minuten. Zweite Ecke. Sforza wird treten. Und sofort rücken die Langen mit auf. Risto, Schönberg, Marschall, Koch. Was für kopfballstarke Spieler, ja, in dieser Mannschaft. Sie sind aber nur zu 5. im Strafraum und Gladbach ist außer zu 6. im Strafraum. Jetzt kommt noch Wagner dazu. Hörsen. Noch gut. Das ist gefährlich. Und ja. Was für eine Möglichkeit von Risto. Sie dürfen nicht innen drin bleiben mit Gladbach. Sie müssen raus, bei jeder Aktion raus aus dem 16er. Sie dürfen jetzt nicht auf das 0-1 spielen. Sie müssen raus. Schön gemacht, muss man auch sagen, ja. Hier von Katletz. Und schwierig natürlich zu nehmen, weil er mit dem Rücken zum Tor steht. Ja, er hat für den Bulgaren abrutschen lassen, wenn er Glück hat. Ja. Ja, zu spät gespielt. Gut, Obacht gegeben von Harry Koch. Ich finde viel, viel Tempo in diesem Spiel. Gutes Bundesligaspiel hier in dieser Anfangsphase, weil mit viel Risiko gespielt wird. Natürlich trägt jetzt auch die Führung der Gäste hier dazu bei, dass die Lauterer bemüht sind, einen Gang zuzulegen. Ja, sie müssen ihr Spiel finden. Ihr Spiel heißt Druck nach vorne, Bälle vors Tor, Nachrücken, Spielsituation im Strafraum. Das ist ihr Spiel hier zu Hause. Wagner. Und Pettersson vorne auf sich alleine gestellt. Aber er mag es eigentlich, wenn er vorne Platz hat, ohne zweiten echten Stürmer spielen kann. Das kommt ihm, so sagt er, ein bisschen entgegen. Ja, er ist laufstark, er kann Technik, er kann den Ball halten, nachrückende Leute mitnehmen.
ein Konterspiel ist, den Ball nach vorne bringen, nachrücken, Überzahlspiel finden und dann ein Tor zu machen. Der Kapitän. Oh. Oh, was für ein Ball! Riesenchance für den ersten FC Kaiserslautern. Und das Ding von Wagner wurde immer länger und länger. Ja, zum Tor. Jetzt kommt die gefährliche Phase für Gladbach. Schauen wir uns das nochmal an. Hat Kamp sich ein wenig verschätzt. Und im Nachsetzen nochmal Schönberg. Das sind Aktionen, wo jetzt die Zuschauer anfangen, der Mannschaft wieder zu helfen. Das darf nicht passieren. Mit den Fingerspitzen der Mönchengladbacher Keeper noch dran. Gute Möglichkeit für die Gastgeber. Karl-Heinz Flipsen. Gut gesehen. Winhoff! Und oh, Ranke. Sehr schön. Gutes Zusammenspiel zwischen den beiden Zimmerkollegen, Winhoff und Flipsen. Ich glaube, war spontan, war nicht abgesprochen gestern Abend. Ob er weiß, was ihr erzählt habt. Hier noch einmal. Schöne Aktion. Aber. Flipsen spielt gut. War schwer zu nehmen, hat er gut gemacht mit links. Der Weltmeister mit dem goldenen Fuß, Andi Brehme, macht nun doch sein Abschiedsspiel hier auf dem Lauterer Betzenberg am 6. Oktober gegen eine mit absoluten Hochkarätern gespickte Weltauswahl. Jetzt, das ist genau das, was man hier nicht machen darf. Jetzt gibt es die gelbe Karte, Publikum kommt jetzt. Ja. Gibt Geld für den Gladbacher Kapitän. Das ist das auch ein bisschen, was Friedel Rausch so an Effenberg bemängelt, sagt, halte ich doch gar nicht an den Nebenschauplätzen auf. Schauen Sie, schon 14 Gelbe, das ist fast uneinholbarer Rekord. Ja, jetzt hat er jetzt nochmal festgehalten, jetzt muss er aufpassen, ja. Und natürlich wissen auch die Lauterer Spieler um das emotionale Potenzial eines Stefan Effenberg und sie provozieren natürlich auch ein bisschen. Ja, klar. Jetzt fangen sie an, den armen Effe aufzupfeifen mit Bayern. Noch spielt er ja in Gladbach. Noch dreimal mit heute. Ich wage diese Prognose auch einfach, auch wenn noch nichts unter Dach und Fach und unterschrieben ist, aber wir haben aus zuverlässiger Quelle gehört, nächstes Jahr gibt es Effenberg wieder im Bayern-Trikot. Hitzfeld will ihn haben, der neue Bayern-Trainer. Auch Beckenbauer will ihn unbedingt haben. Ja, die Frage, ob Scholl ihn haben will. Das wird die beiden Herren sicherlich nicht interessieren. Wieder ein Freistoß zum Tor, sehr gefährlich. Schon mal ein Tor geschossen gegen Oliver Kahn direkt ins Tor. Das ist Forza. Und Effenberg ist da. Gegen Schönberg. Aber vielleicht ein Satz noch zu seinem bevorstehenden Wechsel zum FC Bayern. Ich kann das auch ein bisschen verstehen. Er ist jetzt schon ein paar Jahre auf dem Mönchengladbacher Bökelberg. Er will natürlich auch nochmal mit seinen knapp 30 Jahren international spielen, die Champions League ruft. Ja, aber er hat das Zeug dazu, eine Mannschaft dahin zu bringen. Er hat ja in Gladbach alle Möglichkeiten gehabt. Und letztlich würde es auch Borussia Mönchengladbach finanziell gut tun, denn es gibt ja doch schon ein paar Merker für diesen Stefan Effenberg. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, das muss man natürlich ausnutzen. Bayern hat genug Geld. Thomas Hersen. Aber dieser Stefan Effenberg, so wie er hier agiert in diesen letzten Wochen, er will nicht absteigen mit Borussia Mönchengladbach.
Das ist ein Makel, den möchte er sich nicht anheften und er spielt heute wesentlich besser als die anderen 10 auf der anderen Seite. Harry Koch. Sofort ist Schneider bei Andy Burg. Das hat ihm Rausch so aufgetragen und bislang erfüllt er seine Aufgabe sehr gut. Karl-Heinz Philipsen. Ball im Aus. Schlecht mitgenommen. Ja, er hat es lieber, wenn die Bälle flach kommen. War schwierig für ihn anzunehmen. Dieser Ball. Vizemeister und Platz 4 mit dem FCK. Das haben ihm natürlich auch die Fans, die ihn sehr herzlich empfangen haben heute Abend hier, nicht vergessen. Abseits. Ja, war korrekt. Ja. Oh, schöner Pass von ihm. Lautern gönnt sich im Augenblick wieder mal eine kleine Verschnaufpause, wollen wir es mal nennen. Ja, sie haben noch nicht den Druck, üben noch nicht den Druck aus. Sie haben Respekt, sie haben sehr viel Respekt vor den Gladbachern. Nach dem Sieg noch in Dortmund, wo sie sehr gut gekontert haben, die Gladbacher. Axel Roos. Katletz macht auch seine letzten Spiele für den 1. FC Kaiserslautern. Wird ja schon ein neuer Libero gesucht hier in der Pfalz. Ja, der ist schwer zu ersetzen. Er ist einer der Besten noch über Jahre hinweg. Hat ein sehr gutes Auge, weiß auch gute Pässe nach vorne zu spielen. Nachfolger gesucht, liebe Fußballer, Bewerbungen noch möglich bis zum 30.06. Mascha. Und der Tscheche hat natürlich auch gesagt, Katletz, wenn wir dieses Spiel heute Abend nicht gewinnen können, so glaube ich, werden wir auch nicht deutscher Meister werden. Ja. Seine persönliche Ansicht. Bayern werden mitfiebern heute Abend bei diesem Spiel. Sie müssen Sonntag nachlegen gegen Leverkusen. Andy Buck. Ja, man sieht sofort, ist der zweite Mann dahinter und jetzt trippelt er sich fest. Sehr ja, gut gemacht, ja, kein jetzt, Abseits, jetzt. Pettersson gegen Schönberg, der Pettersson ist schnell, den muss er machen. Die zweite Chance. Oh, 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 oh. Eine Riesenmöglichkeit. Ja, er hätte, na gut, er hätte mehr nach innen laufen müssen, in den Weg von dem Gegenspieler, damit er auf seinen rechten Fuß kommt. Und er war sich selber nicht sicher, als er auf dem Boden lag, hätte ich einen Elfmeter vielleicht verdient gehabt. Ja, muss man nochmal, das muss man wirklich nochmal sehen, aber man sieht... Und Otto Rehagel feuert seine Mannen an. Nach vorne sollen sie spielen. Druck machen. Die Gladbachern gar nicht so viel Gelegenheiten bieten. Risto. Und Kaps. Und hier noch einmal diese Situation. Ja, wunderbar gespielt. Kein Abseits in der eigenen Hälfte. Jetzt muss er nach innen gehen, jetzt muss er kreuzen. Er sucht hier den Abschluss. Nein, also dafür, denke ich, gibt es keinen Elfmeter. Nein, nein, das war nicht der Fall. Aber die Laufwege dort vorne im Sturmzentrum, das ist
so ein bisschen seine Schwäche. Das hat er nicht so ganz drauf. Der junge Mann, das muss er sicherlich noch lernen. Das hätte er, wie Sie gerade schon ansprachen, wenn die doch einen Tick besser machen müssen. Naja, er muss den Gegnern in die Situation bringen, dass er entweder haut den um oder lässt den los. Und wenn er einen umhaut, gibt es 11 Meter. Oh, schon wieder geschlafen auf der Seite. Vertauschte Rollen, jetzt beschäftigt Schneider sogar Andreas Buck. Flipsen. Wunderbar gespielt. Klasse gespielt, was für Pässe der heute Abend spielt. Hausweiler. Oh, das war zu wenig aus dieser guten Situation. Er hat zwar zwei Füße, einen rechten und einen linken, der Markus Hausweiler, aber der linke. Den hat er heute vergessen. Na, mal abwarten, vielleicht hat er noch mal die Chance. Zählt nicht zu seinen Schussstarken. Aber wieder ein Ball hinter den Offensivmann gespielt, hinter Puck gespielt, dass er hinterherlaufen muss. Da muss natürlich die Abwehr, weil sie ja nur einen Stürmer haben, da muss die Abwehr rübergehen. Roos muss ihm helfen, um die Rücken von Puck zu machen. Was für ein schönes Gedicht von den Fans des deutschen Meisters, erster FC Kaiserslautern. Ob es denn so kommt? Spätestens am 9. Mai werden Sie es live bei uns miterleben können. Unglaublich, was in dieser Saison drin ist. Zwischen Himmel und Hölle, oben und unten. Ja, das ist schon einmal für die Zuschauer, für euch natürlich auch gut, dass immer wieder die Jungs Premiere gucken. Ich kann mir vorstellen, dass heute in Gladbach oder auch hier in der Umgebung alles, alle Kneipen voll, Leute sind und Premiere gucken und ja, in Gruppen da sitzen. Ich habe sogar davon gehört, dass Leute in Originaltrikots vor dem Fernseher sitzen und also mitfiebern und mitspielen fast, wenn man sagt. Oh, Patrick Andersen ist ein hervorragender Mann. Hochstetter. Viel Leben drin, viel Emotion heute Abend hier auf dem Betzenberg. Thomas Hörsel. Verlässt den Verein ja, geht nach Duisburg. Dort ein Vertrag unterschrieben, das findet der neue Trainer Friedel Rausch gar nicht so schön. Er hätte gerne Hörsel behalten. Er hat die letzten Spiele gut gespielt und hat sich in die Mannschaft reingespielt. Sforza. Christo. Nein. Effe soll weggehen, der hat Geld. Soll kein Theater machen da. Na gut, vom Koch aufgepasst. Ah, dumme Foul. Alles unnötig. Dafür wird es Geld geben. Das Geld. Sieht er natürlich gar nicht gerne, ja. Bernd Heinemann. Und da gibt's. Und er steht natürlich heute Abend auch unter besonderer Beobachtung, denn der Schiedsrichterbeobachter heute Abend ist, und hoffentlich gibt es da keine Diskussion, ein Mann aus Mönchengladbach, den kennen Sie auch gut, Dieter Pauli. Oh, der beobachtet heute. Da kann nichts passieren, da kann nichts passieren. Er hat ja nichts zu sagen. Er wird seine Noten machen, seine Striche machen. Und Dieter Pauli war früher auch immer ganz souverän. Meistens. Meistens. Er pfeift ja nicht mal, also meistens. Ja. Friedel Rausch hat ja unter der Woche bei den Kollegen der Sportbild gesagt, wir haben eigentlich zu viele Charaktere, die nicht kämpfen können. Und ich glaube, er hat ein bisschen die Spieler auch, die das vielleicht gelesen haben, ein bisschen an der Ehre gepackt. Ja, ist natürlich, wäre schlimm, wenn man das über die Presse den Spielern mitteilen müsste. Jeder hat doch für den Verein zu kämpfen, jeder hat für die Region, für seine Zuschauer zu kämpfen. Das Geld ist jetzt mal nicht so wichtig, sondern für die Zuschauer, für die Fans zu kämpfen und nicht, dass man das in der Zeitung erzählen muss. Pettersson. Foulspiel von Hochstetter. Effenberg. Der muss ja nicht pfeifen.
Also wenn er nur aus 3 Metern anschießt, hat er wenig Möglichkeiten. Ja, ja. Marschall spielt sehr viel mit Ablegern da im Strafraum. Ja, sie rücken nach im Mittelfeld. Da. Sochz hat einen guten Schuss aus dem Mittelfeld. So, jetzt geht Wagner so mal rüber auf die andere Seite. Neue Variante. Neue Variante. Dann laufen sie zu auf den ersten Pfosten. Scharf reingetreten, diese Bälle. Ja. Das sind diese brenzligen Situationen für jede Abwehr. Ja, wir haben im Grunde, hatten wir ja gesehen in Rostock, wo das Eigentor gefallen ist. Auch, glaube ich, vom Hochstädter, der dort im Strafraum liegt. Och, der darf nicht, jetzt muss er raus. Er hat gerade einen abbekommen. Im Zweikampf da mit Harry Koch, der Christian Hochstädter. Jetzt fehlt natürlich der Abwehrspieler beim Eckball. Ei, ei, ei. Na, gut von Kanz. Und Martin Schneider fordert genau das, was Sie gerade sagten, Winnie. Einer muss mit zurück, weil die Gladbacher in Unterzahl sind dorthin. Und Kamps. Ja, war richtig. Muss man abpfeifen. Gut gesehen. Und immer ist der Effe bei, der soll aufpassen. Drehst du da am 5-Meter-Raum? Den Keeper angeht. Ja, ja. Muss er pfeifen. Das Hoheitsgebiet. Aber man sieht, das Publikum hier, das akzeptiert keine Entscheidung gegen FCK. Das ist, und das ist das Problem der Schiedsrichter, aber er macht es unheimlich gut heute. Und er lässt sich gar nicht beeinflussen, der Schiedsrichter. Und er wäre natürlich, wie wir es eben schon ansprachen, gut beraten, sich aus der einen oder anderen Diskussion herauszuhalten. Noch 3 Minuten zu spielen. Führung verdient aus Ihrer Sicht, Winnie? Ja, es verdient. Sie hätten sogar das zweite Tor machen müssen. Sie mussten das zweite Tor machen. Herr Wagner hat noch nicht das gebracht, was Otto sich erhofft hat auf der linken Seite. Vielleicht wechselt er, bringt jetzt den Reich rein. Mal sehen. Hat zumindest noch Alternativen. Otto Rehagel, dazu muss man natürlich auch sagen, dass die beiden Stürmer, Rische und Marschall, auch durchaus Probleme haben hier im ersten Spielabschnitt gegen ihre beiden Bewacher, gegen Paslak und Andersson, die sehr gut spielen. Gutes Zweikampfverhalten. Oh, wunderschöner Pass. Oi. Pettersson, Tick schneller als Katletz und macht das jetzt. Da ist das Tor. Da ist das Tor. Ein Traumpass von Pettersson. Wunderbar freigelaufen, reingespielt. Ist es denn zu glauben? 2:0 für Borussia Mönchengladbach. Uiui. Da hat man gesehen, dass Katlec langsam geworden ist. Die 43. Spielminute. Ausgang. Toller Pass von Stefan Effenberg. Herrlich. Auf die Sekunde genau getimed. Er hat wunderbar sich reinbewegt. Er hat den Ball gefordert, in die Spitze gefordert. Ist jetzt Halbzeit, ne? Oh je. Das passt natürlich. Unglaublich. Der Schwede, der auswärts so stark ist, der am liebsten auf fremden Plätzen seine Tore erzielt. Zu Hause meist wirkungslos dort im Sturmzentrum. Aber auswärts brandgefährlich. Er braucht vielleicht den Platz, den er zu Hause nicht hat. Oh. Wagner und Pfosten und Koch. Also hier ist was los. Nichts für schwache Nerven. Ein wunderbares Spiel. Oh nee, lass den Ball nicht ausspielen. Und das ist natürlich eine Parallele vor 7 Jahren. Vorletzter Spieltag, Lautern Gladbach zur Halbzeit auch 0:2 aus lauterer Sicht.
Gut, der Lauter wurde noch Meister. Also das ist das, haben sich auch darüber gefreut nachher. Heute Abend ist sicherlich auch der ein oder andere zwischen Kitzbühel und München aus seinem Sessel hochgesprungen hier. Wenn sie nicht gerade am Golfplatz steht. Ja, sie müssen erst selbst ihr Spiel gewinnen. Es ist ja nicht so, dass Bayern am Sonntag das Spiel gewonnen hat. Und die Lauterer. Die wohl letzte Möglichkeit, Kamps. Artistisch genommen von Marschall. Sforza. Beinahe gut. Wagner. Da ist er. Und das ist das Tor. Was für ein Spiel und was für ein Tor. Olaf Marschall, 15. Saisontreffer. Ja, Sie sehen, dass 10 Gladbacher im Strafraum stehen. Das ist das, muss raus, weg aus weg vom Tor. Oder 9 waren es. Aber das ist natürlich wunderbar gemacht. Und er weiß natürlich auch, Friedel Rausch, wie bitter. Erst abgewehrt hier. Erster Versuch von Marschall. Jetzt müssen sie alle raus auf den Mann, der den Ball hat. Und mehr als 2 braucht er eigentlich nicht. Hier müssen sie eigentlich klären. Hochschwetter springt der Ball vom Fuß. Und dann ist Marschall mit seiner zweiten Möglichkeit hier den Anschlusstreffer zu erzielen. Und damit hat er hier die Aufholjagd eingeläutet. Ja, jetzt kommt Hörsen, wo er nicht richtig hingeht. Jetzt kommt der Ball rüber zu Hörsen. Jetzt muss er einen Zweikampf gewinnen. Er möchte in dieser Situation Hochstädter den Vortritt lassen. Fehlt die Konsequenz. Ah, natürlich, wunderschönes Tor. Ein Riesentor. Und Otto jubelt. Na, jetzt ist alles offen wieder. Das sind die Halbzeitbilder und Impressionen, liebe Zuschauer. Ein tolles Fußballspiel und wir freuen uns jetzt schon auf eine ebenso überragende zweite Halbzeit. 1:2 aus Sicht der Pfälzer gegen Borussia Mönchengladbach. Die Kollegen mit den Interviews, bitteschön. Christian, vor 2 Minuten wollte ich noch was ganz anderes fragen, aber so geht's. Was? Wart ihr unaufmerksam am Ende? Würde ich nicht sagen, es war ein Getümmel. So ein Tor kann mal passieren. Der Koch hat vorher schon eine Chance gehabt, hat mich angeschossen, wäre da schon das 2-1 gewesen. Trotzdem muss ich sagen, Kompliment an unsere Mannschaft, wir spielen hervorragend. Es ist aber auch euer Spiel, ihr könnt sie quasi auskontern. Ja, das ist richtig, aber wir bleiben ruhig am Ball, wir werden nicht hektisch, wir hauen die Bälle nicht einfach nach vorne. Das ist das, was der Trainer uns mit auf den Weg gegeben hat und ich denke, wenn wir das nochmal 45 Minuten spielen, gehen wir Sieger vom Platz. Also jetzt auch das Gegentor, kein psychologischer Nachteil. Ach Quatsch, wir haben keine, Psyche spielt überhaupt keine Rolle mehr, wir spielen gegen den Abstieg. Da muss man alles geben, was man drin hat und 45 Minuten nochmal. Danke, Christian. Ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer, hier aus dem Ministudio. Ein dramatisches, ein spannendes Spiel, das mit viel Herzblut auch verfolgt wird von unserem Halbzeitgast Jürgen Atze Friedrich, Aufsichtsrat beim FCK und Ex-Profi bei den Pfälzern. Wie viel Gewicht verlieren Sie bei so einer Partie? Man muss ja unheimlich durchatmen. Also das hat man gesehen jetzt gerade in den letzten 4-5 Minuten. Dort ein Tor, da ein Tor. Aber das ist das Spiel, was wir eigentlich befürchtet haben für uns jetzt mal. Gladbach steht kompakt, spielt gut hinten raus. Wir müssen öffnen, bup, bup, 1-2-0. Das ist also eine ganz schwere Geschichte für uns. Was mir auffällt, ist, dass der Druck nach vorne von Ihrer Mannschaft nicht ganz so aggressiv entwickelt wird wie in den Heimpartien, beispielsweise gegen Dortmund und Leverkusen. Worauf führen Sie das zurück, dass speziell im Aufbauspiel viele Fehler passieren? Ja, wir haben richtige Fighter hinten stehen mit dem Koch, mit dem Axel Roos. Und das hat man gerade beim 2-0 gesehen. Fehlpass, 1-2 Ballkontakte, steht 2-0. Das ist schwierig für diese Leute, die also im Zweikampf sehr stark sind und sehr robust sind, eben kreativ in der Kreativabteilung tätig zu sein. Gut, wir schauen auf das Ergebnis vom anderen Platz. Liebe Zuschauer, das wird Sie auch interessieren. Arminia Bielefeld, hört, hört, führt 1-0 durch den erklärten Liebling des Trainers Ernst Middendorf, Stefan Kunz, den Ex-Pfälzer. Und eine Information von den Kollegen, dass 3.000 bis 4.000 Fans der Hertha erst 5 Minuten nach Anpfiff ins Stadion gekommen sind mit dem
Plakat. Robert Schwern, du hast fertig, meint also Solidarität für Jürgen Röber, den Robert Schwan, der Aufsichtsratsvorsitzende der Hertha, letzte Woche kurzerhand entlassen wollte. Dann noch Ergebnisse aus der zweiten Liga. Wattenscheid schlägt Fortuna Düsseldorf mit 4:0 unentschieden. Stuttgarter Kickers gegen Fortuna Köln 1:1. Und Gütersloh weiterhin auf Kurs Richtung erste Fußball-Bundesliga. Ein 3:0 Erfolg beim KFC Uerdingen. Und wir schauen direkt mit Ihnen gemeinsam, liebe Zuschauer, in die Höhepunkte einer ungemein packenden Partie. Und es geht los mit dem 0:1 in der 16. Minute. Schön herausgespielt von Flipsen im Zusammenspiel mit Haag, Markus Hausweiler und dann dessen erstes Bundesliga-Tor. Begünstigt durch Andreas Reinke, Friedel Rausch, ganz, ganz cool. Jürgen Friedrich. Ja, beim 1:0 auf fremdem Platz kann man cool sein, glaube ich. Ja, das sieht man, super rausgespielt. Kein Abseits. Links alles frei. Und der Schuss war nicht so hart oder so platziert, dass ihn der Keeper nicht hätte halten können. Normal legt der Andreas Reinke sich nicht hin. Und diesmal liegt er. Das 0:1 und hier die Reaktion von Otto Rehagel, verärgert. Gary Ehrmann, den wir rechts im Bild sahen, hat gegen Borussia Mönchengladbach 1991 auch mal ein doofes Tor kassiert. Und dann die Antwort des FCK in der 25. Minute. Dieser Kopfball von Schönberg nach dem Lattenfreistoß von Wagner, den Kamps wohl offensichtlich ein bisschen unterschätzt hatte. Das haben wir vor dem Spiel gesprochen. Der Kamps steht immer am 5-6 Meter Raum. Er steht dadurch, dass seine nicht so große Höhe hat, er natürlich ein bisschen Probleme. Dann die unmittelbare Antwort von Borussia Mönchengladbach. Schöner Direktschuss von Peter Winhoff und hier zeigt sich Andreas Reinke reaktionsschnell. Gut gehalten in dieser Situation vom Kaiserslauterer Keeper. Und dann die 34. Minute, schön herausgespielt von den Borussen, Riesenchance für Jürgen Pettersson. Kein Foul, denke ich, gut pariert von Reinke. In dieser Szene. Kein Abseits, sieht man hier auch gut. Der Pass genau im richtigen Augenblick. Bleibt ans Herz stehen, wenn man da oben auf der Tribüne ist. Ja, ist das so? Ist das wirklich so? Boah. Ich hab gedacht, ich wäre verrückt. Ja, gerade jetzt, wenn die Bundesliga in diese Phase einbiegt, da kommen wir gleich noch näher drauf zu sprechen. Dann, wenn sich alles entscheidet, die Arbeit von einem ganzen Jahr, dann wird es wirklich haarig. Ja, und dann das 0:2. Ganz stark gemacht, das muss man sagen, von Pettersen. Klasse Pass von Stefan Effenberg, der nicht nur die meisten Ballkontakte hat, sondern eben auch in dieser Situation. Ja, er guckt, er schaut, er wartet. Ja, sehr gut gemacht. Ja, Cutlets kommt da nicht mehr hinterher. Und Pettersson in bester Torjägermanier mit dem 0:2. Und die Szene, die wir jetzt sehen, die gibt dem FCK nochmal Hoffnung. Guter Einsatz von Sforza, der den Ball überhaupt im Spiel hält. Und Marschall, ein Schuss, ein Strahl, das 1:2. Gibt Ihnen das auch nochmal Hoffnung? Ich wollte gerade sagen, der Strahl, der uns noch Hoffnung gibt. Genau. Oder macht. Also wie gesagt, da stehen uns spannende zweite 45 Minuten ins Haus. 1991 war es ähnlich dramatisch. Welche Erinnerungen haben Sie da dran an den Kampf damals? Ja, ich habe genauso angespannt auf der Tribüne gesessen wie dieses Jahr. Und das war wäre das i-Tüpfelchen gewesen. Und haben jetzt 3:2 verloren gegen Gladbach. Mussten also in Köln gewinnen, glücklicherweise geschehen. Aber lieber wäre es mir natürlich, wir würden heute gewinnen, das ist ganz klar. Einer der Mitglieder der damaligen Meistermannschaft, eines der sympathischsten Mitglieder, wie ich finde, Tom Dooley, hat den ersten FC Kaiserslautern, hat die Pfalz verlassen und ist in die große, weite Welt gewandert. Und Wolfgang Büttner hat ihn gefunden. Hier bin ich also, ist meine neue Stadt, meine neue Heimat, vorübergehend, Columbus, Ohio. Das ist eine sehr schöne, gemütliche, kleine Stadt mit sehr vielen freundlichen Leuten. Das ist hier die Santa Maria, die beste Replika, die je gebaut wurde. Und das Meer ist so weit weg, ich weiß nicht, was das soll. Hier steht er, der Christopher.
Wenn wir den Weltpokal holen, werde ich vielleicht nebenan stehen. Die Stadt an sich hat ungefähr 1 Million Einwohner. Den Namen hat sie von Christopher Columbus. Warum, wieso, fragen Sie mich nicht. Keine Ahnung. Tom Dooley, Pfälzer Junge mit amerikanischem Pass. Einer der Besten in der Major League Soccer und seit neuestem Kapitän der US-Nationalmannschaft. Seine Freizeit nützt er wie die meisten anderen, nur leider, so sagt er, viel zu selten. Mein Handicap ist, ich kann kein Golf spielen. Habt ihr gesehen? It's not my game. Fußballergebnisse, die verfolge ich im Internet. Erstens samstags abends. Das ist das Erste, was ich mache, wenn ich nach dem Spiel nach Hause komme. Guck dann mal, wie die Spiele ausgegangen sind und hoffe natürlich, dass der FCK die Spiele wieder gewonnen hat. Pokalsieger 90 und Meister 91. Auch im fernen Amerika gilt, einmal roter Teufel, immer roter Teufel. In meinem Heimatort Bechhofen, da war fast jeder war FCK-Fan gewesen. Ich war FCK-Fan gewesen, bin da immer hingefahren, habe in der Westkurve gestanden. Und dann, wie gesagt, später hat man die Möglichkeit, für den fantastischen Club zu spielen. Und dann hängt man natürlich schon mit dem Herz ein bisschen dran. Und das verliert man auch nicht. Eine Herzensangelegenheit, auch die Freundschaft mit dem Größten, der Großen vom Betzenberg. Natürlich auch die Verbindung mit dem legendären Fritz Walter. Die Beziehung, da bin ich unheimlich stolz drauf. Und das verbindet natürlich immer wieder mit dem FCK. Viele volle Flaschen im Hause Dooley, keine gewöhnlichen. Alles Geburtstagsgeschenke vom Fritz, wie Tom Dooley ihn nennt. Aber es war kein leichtes, diese in die USA zu holen. Das sind irgendwo Erinnerungen, die man halt nicht verlieren möchte. Und wir haben die natürlich mit nach Amerika genommen. Und bei der Zolleinfuhr ist kein Alkohol erlaubt. Und wir haben dann, als wir hier angekommen sind und die ganzen Möbel sind gekommen, haben einige Sachen gefehlt und das war unter anderem diese Flaschen, die er uns mal geschenkt hat. Nach Monaten trafen sie endlich ein. Seither weiß der US-Zoll wenigstens, wer Fritz Walter ist. Zurück zum FCK. Großer Vorsprung und dann Punkt für Punkt verloren. Aber mit Pfälzer Energie und Ausdauer wird es klappen, sagt zumindest Tom Dooley. Ich bin davon überzeugt, dass FCK-Meister wird, nicht der FC Bayern. So war es damals bei uns so ähnlich. Wir hatten lange Zeit eine klare Führung, haben sie dann fast am Ende noch verspielt und die letzten beiden Spiele haben dann die Entscheidung gebracht. Alle ziehen an einem Strang. Und sollte auch das nicht reichen, irgendeiner wird schon helfen. Wir werden dann gleich eine Flasche Champagner aufmachen und werden die Meisterschaft feiern. Und wenn der Shampoos alle ist, gibt es schließlich noch etwas, einen ganz speziellen Tropfen. Ja, sympathischer Typ. Tom Dooley, Schiedsrichter, hat schon gepfiffen, deswegen eben wir gleich wieder hoch. Abschließende Frage an Jürgen Friedrich. Worauf gründet sich Ihre Hoffnung? Ja, dass wir genauso einlochen wie der Tom. Ja. Nein, ich glaube, wir werden jetzt alles oder nichts spielen. Es wird sich bestimmt irgendwo der eine Wechsel abzeichnen, glaube ich schon. Der Marco Reisch hat sich warm gemacht. Also ich glaube mir, ja, ab nach vorne, werden wir sehen. Dankeschön für Ihren Besuch. Tschüss. Herr Rausch, das Rezept jetzt, hinten dicht und vorne auskontern? Nein, Gottes Willen, wir können es nicht so reindrücken lassen. Ich bin verärgert. Ich weiß nicht, warum wir Schiedsrichter nachspielen lassen. Es waren 4 Minuten über die Zeit und ein unglückliches Gegentor. Kaiserslautern macht Druck, wir halten gut dagegen und ich glaube, wir haben unsere Chancen gewahrt und wir werden weiter auf unsere Chance warten. Mit derselben Mannschaft? Mit der gleichen Aufstellung, selbstverständlich. Danke. So, die Gladbacher also unverändert im zweiten Durchgang. Wir haben schon Noten verteilt hier. Vinny Schäfer und ich in der Halbzeitpause. Eine glatte 1 für die Borussia. Das war die beste Saisonleistung dieser Mannschaft. Kann man sagen. Und jetzt wird es natürlich durch das Gegentor ganz, ganz... Ich glaube, es wird ein super Spiel nochmal. Aber es wird heiß. Aber Lautern hat gewechselt. Wir haben ja links jetzt Reich, Ballack reingeholt auf die halbrechte Position. Und Wagner ist in die Vorstopperposition gegangen. Natürlich nochmal den schnellen Mann gebracht. Reich und Buck.
Das ist der Schokoladenriegel von Otto Rehhagel, die sogenannte Flügelzange. Wobei man natürlich sagen muss, Reich hat keinen starken linken Fuß, ist ein ausgewiesener Rechtsfuß und tut sich dann natürlich ein bisschen schwer mit dem Flanken. Aber schnell genug ist er. Ah, sehr schnell, hat auch in Rostock mit links eine ganz gute Flanke reingebracht, aber reingelupft. Aber sie riskieren jetzt alles. Und auch Sforza orientiert sich direkt ein bisschen mehr nach vorne. Das Duell der Zehner hat er an Effenberg im ersten Spielabschnitt klar verloren. Weil vielleicht auch ein Tick zu defensiv ausgerichtet, Sforza. Ja, Sforza, glaube ich, musste Effenberg decken. Das ist natürlich nicht seine Stärke, will er auch gar nicht. Er ist ein Typ. Foulspiel von Schneider. Zu Recht gelb, die dritte für die Borussen an diesem Abend. Er ist ein Typ, der sein Spiel selbst machen will. Und ich kann mich an München erinnern. Schauen wir uns das mal an. Das war ein böses Foul, ja. Also dunkelgelb, ja. Tendenz zu rot. Das war ein ganz böses Foul an der Mittellinie von Martin Schneider und zu Recht pausiert er nächste Woche gegen Hansa Rostock. Sind schon schlimme Verletzungen passiert. Ja. Bei solchen Aktionen. Sforza. Ballack. Eigentlich ein eher defensiver Spieler. Ja, er soll ein bisschen Rücken jetzt frei halten, damit Sforza vielleicht ein bisschen mehr nach vorne kann. Aber bei jedem Angriff sind die drei Stürmer jetzt im 16er von Kaiserslautern, im 16er von Gladbach. Jetzt müssen natürlich angespielt werden. Das Spiel von ja. Lautern ist natürlich in den 16er reinspielen. Pettersson. Unfreiwillige Vorlage von Hörsen auf den schnellen Reich. Sforza. Gut gespielt. Wagner abgefälscht. Kein Abseits. Doch Abseits angezeigt. Ja. Beim Abspiel. Beim Torschuss. Zunächst passiv, dann aktives Abseits. Ja, das ist die berühmte Frage. Ja, ist richtig. Er greift aktiv ins Spielgeschehen ein. Richtig ja. Gesehen also. Und gut gesehen von ihm hier. Ja, sehr guter Linienrichter. Und gutes Zusammenspiel auch zwischen diesen Herren am heutigen Abend. Gladbacher sind auch gut beraten, nicht zu passiv zu spielen und nur abzuwarten. Sie müssen weiterhin so spielen wie in der ersten Halbzeit und ihre Möglichkeiten auch im Spiel nach vorne suchen und die Lauterer nicht zu herzlich einladen, denn die bedanken sich wie gewohnt auch ganz, ganz herzlich beim Gegner dann. Sie müssen weiterhin richtig das... Sie kennen natürlich und Sie wissen auch in der Situation eines Otto Rehhagel jetzt in solch einer Phase der Meisterschaft. Winnie, wie schnell schlägt die Pumpe? Das ist eine ganz heiße, man sieht, wie er nervös ist, welche Bewegungen er machte vom Gesicht her. Ich meine, er hat natürlich unheimlich viel erreicht schon in Kaiserslautern. Oder mit dem FC Kaiserslautern. Aber ist er wirklich auch Ihrer Einschätzung nach die Sensation der Saison, der Otto? Auch wenn er Zweiter wird? Ja, mit. Ich sage mit. Also ich sehe noch Rostock als Sensation, aber Otto hat ja keine Mannschaft übernommen, die Zweitliga-Format hatte, sondern die sind ja abgestiegen damals, weil sie Querelen hatten, nicht weil sie schlecht waren. Und sie sind ja kompakt wieder aufgestiegen. Sforza.
Cutlets. Mit den Fans im Rücken versuchen die Pfälzer jetzt hier ihr Powerplay aufzuziehen. Wagner. Aber natürlich muss man auch sagen, 9 Punkte Vorsprung noch vor einigen Wochen auf die Münchner Bayern. Das ist ja wie ein Sechser im Lotto in dieser Saison. Da muss man doch auch das Geld abholen wollen. Ja, das wollen sie auch, aber man kann nicht vorprogrammieren. Man muss immer wieder neu, jeden Samstag neu versuchen, die Spiele zu gewinnen. Aber keinen Ball springen lassen. Der Trainer lebt mit, Sie merken es, liebe Zuschauer. Cutlets. Aber Handspiel. Agoraich. Andersson. Ja, jetzt werden sie eingeschnürt in den 16er, die Gladbacher. Sie müssen raus. Keine Mannschaft hat, ich glaube, so viele Kopfballtreffer erzielt wie der 1. FC Kaiserslautern. Um die 16 Stück, das ist Rekord in der ersten Fußball-Bundesliga. Foulspiel von Buck. Und Günther Netzer, oh, der die Gladbacher auch ein bisschen kritisiert hat in den letzten Monaten, der von einem Provinzclub sprach. Ja, der Günther hat natürlich diese 60, 70er Jahre geprägt, mitgeprägt. Und das tut natürlich für so einen Spieler weh, wenn so eine Mannschaft nach unten rutscht. Davinov. Gut gedacht und Wagner hat hervorragend aufgepasst. Aber sollten es, liebe Zuschauer, die Gladbacher wirklich in diesen letzten Wochen noch schaffen, die Klasse zu erhalten? Das ist ja fast so, als wenn sie auf der Titanic einchecken und dann doch nicht sinken. Würde manches junge Mädel sich freuen, dass Leo noch lebt. Gelbe Karte in diesem Fall für Sforza. Beherzt und verdient. Träumt natürlich auch von der Champions League. Das, glaube ich, wird ihm keiner mehr nehmen können nächstes Jahr. Hausweiler. Spielt gut. Hat Spieler wie Lupescu, Vitecek aus der Mannschaft verdrängt. Die Chance bekommen von Friedel Rausch. Der junge Mann hat sie genutzt. Er hat auch zugelegt, wir sprachen es vorhin schon an. Karl-Heinz Flipsen, Ignaz Goetz, der Co-Trainer von Friedel Rausch, die auch gemeinsam hier schon in der Pfalz die 2,5 Jahre gearbeitet haben. Schneider. Hochstetter. Spielt stark nach der langen Verletzungspause. Alle, Christian ist schon super Profi. Tick zu lang, der lupfende Pass, so wollen wir mal nennen, von Stefan Effenberg.
Ist das ein Geduldsspiel jetzt für die Lauterer? Ja, sie werden immer nervöser, sie machen Fehler. Oh, yes. Schlechter Pass. Sie machen Fehler, sie müssen ihr Spiel endlich reinbringen. Sie müssen das Publikum auf ihre Seite holen. Sie müssen in den Strafraum reinkommen. Und sie müssen, das weiß der Otto, endlich mal wieder ein Heimspiel gewinnen. Letzte 3-Punkte-Erfolg hier auf der Pfalz gegen die Münchner Löwen. Liegt schon ein paar Wochen zurück. Christo, Ballack. Binhoff. Sehr schöner Pass. Gut gespielt auf Flipsen. 3 gegen 3. Wagner geht noch mit zurück. Muss es jetzt alleine versuchen. Karl-Heinz Flipsen! Hat wieder den Drang zum Tor entwickelt. Hat auch wieder das Selbstvertrauen. Um mal was auf eigene Faust zu riskieren, ist ja klar. Ja, 1:1 ist seine Stärke. Ist schnell, er kann gut trippeln, kann gut schießen. Leider ein bisschen abgerutscht über den Außenspann. Aber er hat es oft nicht gezeigt in dieser Spielzeit. Ist auch ein sensibler Spieler, der durchaus diese Portion Selbstbewusstsein braucht und das nötige Vertrauen in sich selber, um so zu spielen. Binhoff. Reich. Otto Rehagel hat es gesagt, im Verlauf dieser Woche im Endspurt brauchen wir Nervenstärke. Wer die wenigsten Fehler macht heute Abend, der gewinnt dieses Spiel. Oh, das hier ist jetzt gut. Binhoff muss jetzt schneller spielen. Er muss Effenberg anspielen, nachrücken, dann hat man Überzahlspiel. Das Konterspiel der Borussen in dieser Phase ist nicht beherzt genug. Sie wollen, so glaube ich, auch nicht allzu viel riskieren in dieser Phase. Und Jürgen Rische. Hat sich gut in Szene gesetzt hier. Christian Hochstetter, was der für Wege geht heute Abend. Kopf hoch, zurückspielen. Und er sucht Effenberg. Stark gespielt, Schneider. Hat keinen linken Fuß, das war zu wenig aus dieser Füßenchance. Und man zieht Gladbach 3-4 Pässe aus der Abwehr heraus. Zu 1 führen die Borussen aus Mönchengladbach auf dem Lauterer Betzenberg. Bei diesem Finale, wollen wir es mal so nennen, Titelkampf und Abstiegskampf, alles drin. Jetzt hatten sie das Publikum auch so weit, die Gladbacher. Ah, gut aufgepasst. Kein Foulspiel. Heinemann hat das sofort gesehen. Und faire Geste auch von Schönbeck. Andi Buck. Sforza. Christo und Kamps. Oh, bitter, 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 was für ein Fehler von Uwe Kamps, den muss er haben. Der Ausgleich, 61. Spielminute. Er hat den Ball wieder ins Feld zurückgeschlagen, er hat nach außen abprallen verlassen, der Uwe Kamps. Das war eigentlich schon seiner.
Aber dem Spieler Uwe Kamps kann man sicherlich hier einen Vorwurf machen, aber er hat viele Punkte. Ja, einmal war es natürlich gut gemacht. Gerettet, da darf den Ball nie nach innen fallen lassen. Er versucht ihn noch wegzuschlagen, aber er kommt nicht mehr hin. Und Marschall ist hellwach im Gegensatz zu seinen Bewachern, die nicht hinterhergegangen sind, selbst in dieser Situation nicht für möglich gehalten haben, dass Kamps diesen Ball nicht unter Kontrolle bringt. Aber ganz klar, dieser Fehler. Ja, die sind im Abstiegskampf natürlich tödlich, solche Fehler. 2:2, schon 4 Tore auf dem Lauterer Betzenberg. Und Marschall empfiehlt sich natürlich auch mit solch entscheidenden Treffern für die Nationalmannschaft. Ich bin spätestens seit dieser Saison ohnehin ein Fan von ihm. Ein toller Mittelstürmer und ich glaube, er könnte auch der deutschen Nationalmannschaft, der Berti mag mir nicht böse sein, durchaus ein ganz, ganz wertvoller Spieler bei der Weltmeisterschaft sein. Reich an Mut. Und hier nochmal das Tor. Schön aussteigen lassen, Hausweiler. Dann Risto mit dem Schuss und katastrophaler Fehler von Kamps natürlich, aber auch das Verhalten von Marschall, der selbst, als es keine Möglichkeit gibt, die Chance dennoch sucht und letztlich dafür belohnt wird, dass er an das Unmögliche glaubt. Er ist durchgelaufen, er hat das sind die Mittelstürmer. 16. Saisontreffer. Ulf Kirsten viert, hat 5 Tore mehr erzielt. Foulspiel, taktisches Foul für Winhoff, der gesehen hat, dass seine Mannschaftskollegen sich zurückorientieren. Ja. Und Effenberg geht sogar mit zurück in die Abwehr. Ja, aber den braucht er nicht pfeifen, es muss einen Vorteil gegeben. Gladbach war wieder am Ball. Hier ist heute Abend noch nicht das letzte Wort gesprochen. 2:2, gut 25 Minuten sind noch zu spielen. Marcel Ketteler wird in die Partie kommen. Ein Linksfuß. Ja, Peter Winhoff geht. Wird wahrscheinlich halb links mit Schneider spielen, Schellermann. Ketteler geht auf die Außenposition, orientiert sich auf die halbe Position, eigentlich auf das Stück Rasen, wo Peter Winhoff sich bislang bewegt hat. Also ein schneller, junger Stürmer. Spielt sehr unbekümmert vor allen Dingen nach vorne, riskiert mal was. Na, abseits. Viertel Rausch würde sagen, frech wie Dreck und das gefällt mir. Aber Respekt natürlich auch für die Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern. Wollen wir mal eben noch mal hinschauen. Nicht vergessen, es stand schon 0:2 nach 43 Spielminuten. Auch diese Aufholjagd, wenngleich begünstigt durch Fehler der Borussen, ist aller Ehren wert. Ja, natürlich. Ich meine, so fightet eine Mannschaft, die Meister werden will. Ja, die Borussen haben 2-3 Konterchancen mal gehabt und haben zu wenig draus gemacht. Die letzte genau kurz vor dem Tor, wo Schneider den Ball auf den linken Fuß bekommen hat, das hätte was, muss man mehr draus machen. Da jetzt spielen sie natürlich so. Und zu lange gezögert. Legt doch mal ab, Ballack.
Und Andersson zeigt es an dort hinten in der Abwehr. Wir müssen rausrücken, wir müssen uns schneller nach vorne bewegen und die Lauterer nicht einladen. Marcel Wittecek, der von 91 bis 93 hier auf dem Betzenberg spielte, wird jetzt in die Partie kommen. Der Libero geht. Schneider rückt in die zentrale Position und Wittecek, Linksfuß auch, geht auf die linke Außenbahn. Nachvollziehbar für Sivini. Ja, ich weiß, ob jetzt der Christian verletzt ist. Also er hat sehr gut gespielt, Christian Hochstedt, aber das weiß man jetzt nicht. Muss man vielleicht mal nach den. Normal nimmt man den Mann nicht raus, der im Mittelfeld Bälle gespielt hat, der vorbereitet hat. Vielleicht fehlt ihm nach der langen Verletzungspause ein bisschen die Substanz auch jetzt für diese kämpferisch sicherlich sehr hart geführte Endphase hier. Bitte check. Und schon einmal lagen die Teufel aus dieser stimmungsvollen Arena am sechsten Spieltag gegen den VfB. Vielleicht erinnern Sie sich noch, liebe Zuschauer, mit 1:2 zur Pause hinten haben das Ding noch rumgebogen. 4:3 gewonnen am Ende. War ein tolles Fußballspiel. Und das ist es zweifelsohne heute Abend auch. Zweite Halbzeit gehört bislang eindeutig den Gastgeber. Ah. Buck. Marschall. Noch heißt der Ball. Schön gespielt, kein Abseits. Er weiß selber zu genau, dass er diese Chance hätte verwerten müssen, Marco Reich. Schauen wir noch mal hin. Schön gemacht. Vor allem der erste Pass schön auf Buck nach außen. Abseits verdächtig, würde ich sagen. Aber eine Millimeterentscheidung. Toll gemacht von Risto. Ja, jetzt spielt Lauter genauso, wie sie ihr Spiel immer zu Hause gemacht haben. Jetzt haben sie das Spiel im Griff. So ein Tor beflügelt natürlich. Stefan Effenberg. Letzte Woche ja unglücklicherweise noch in solch einer Phase der Meisterschaft noch ein Auffahrunfall mit dem Wagen in Mönchengladbach. Aber eins will er natürlich vermeiden. Den Totalschaden. Ja. Mit seiner Mannschaft. Das ist im Moment. Lässt Gladbach ein bisschen den Kopf hängen. Flipsen ist untergetaucht. Pettersen ist nicht mehr so stark. Aber der Tiger fightet heute Abend wie zu seinen besten Zeiten. Gut gespielt, Hörsen. Andi Buck. Katletz. Robin. Katletz geht, bleibt Sforza hinten, deckt ab. Können Sie sich das eigentlich, Sie haben 10 Jahre, das weiß ja nun auch jeder, in Mönchengladbach gespielt, vorstellen? Gladbach in der zweiten Liga. Es ist schwer vorzustellen, nur die Entwicklung hat sich schon länger abgezeichnet. Nicht dieses Jahr oder vor ein paar Jahren, sondern. Hat er auch ein bisschen Schuld Ihrer Meinung nach, Wolf Rüssmann? Ja, das es ist immer ein Problem, wenn sich
Leute in die Arbeit des Trainers einmischen und da müssen sie mit die Verantwortung übernehmen. Andi Buck. Und immer wieder wird versucht zu flanken auf Seiten der Lauterer. Ketteler. Effenberg. Super Pass von Effenberg. 40, 50 Meter in den Fuß von Flipsen. Das ist ja einzigartig. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn dieser Spieler Effenberg unter Druck steht, wenn er gefordert ist, dann macht er die verrücktesten Sachen. Ja, es waren aber schon, es sind 31 Spiele, hat er Gladbach gespielt dieses Jahr und nicht nur eins. Und das, er ist eigentlich, gehört zu den Besseren in Deutschland und das müsste auch öfters zeigen. Zu wenig im Verlauf dieser Saison? Und ich habe nicht viel gesehen, aber eigentlich zu wenig. Sonst stehen sie sicherlich nicht da, wo sie jetzt stehen. Ja. Das ist auch klar. Obgleich das natürlich nicht alleine sein Verschulden ist, ebenso wenig wie die Erfolge, die diese Mannschaft zweifelsohne auch schon 30-95 errungen hat. Es wird oft zu schnell an einer Person festgemacht. Und das war sicherlich auch grundlegend für ihn ein Problem, sich privat in seiner Umgebung verändern zu wollen. Sprich im neuen Jahr oder in der neuen Saison dann auch nochmal einen Ortswechsel vorzunehmen. Er hat selber gesagt, er ist im Verlauf der Jahre dann unterm Strich zu viel vorgefallen. Gut, er hat natürlich auch einen Anteil daran, an dem, was so alles passiert ist. Aber eins kann man sagen, er ist ein Riesenfußballer. Zweimann-Mauer ist natürlich ein bisschen wenig jetzt. Ja, jetzt gehen sie zur Viert. Sie haben es gehört. Wagner, Kaps. Nochmal. Sie müssen raus, die Tatsache. Raus aus dem 16er, nach vorne. Schöner Schuss von Wagner. Hier sehen wir es nochmal, Willi. Ja, er hat ihn nur gefaustet. Tick zu spät gesehen. Ist er diesmal lieber auf Nummer sicher gegangen. Spielt mit einer Verletzung, muss man auch sagen. Hat eine Sehnenentzündung im Ellbogen. Hat sich gequält im Verlauf der Woche. Aber will natürlich in dieser schwierigen Phase den Platz im Kasten nicht räumen. Na, war nichts. Wittecek gegen Buck, beim Tackling den Ball erwischt. Wittecek ist eigentlich ein Mann, der mehr nach vorne gehört, aufgrund seiner spielerischen Potenz, aber im Moment kann er es eben nicht. Paslak. Die Borussen ihrer Einschätzung nach, wenn ihr diese 2:0 Führung ein Tick zu leichtfertig vielleicht verspielt oder? Naja, sie haben Ansicht nach der Halbzeit, man hat, da war zwischendurch ein Hackentrick hier auf der rechten Seite, dann war ein Lupfer oben drüber, nochmal ein Lupfer. Man hat so ein bisschen nachgelassen, man hätte weiter Druck machen müssen, man hätte den Gegner unter Druck setzen müssen. Jetzt ist die Chance da. Jetzt ist die Chance da. Jetzt nachrücken. 3 gegen 3. Effenberg sieht Flipsen, kommt nicht ran, muss durchlassen. Peterson gegen Wagner. Wieder zu wenig draus gemacht. Martin Wagner regt sich hier darüber auf, dass Peterson erneut hier Elfmeter gefordert hat vom Schiedsrichter. Aber Heinemann stand nicht allzu weit entfernt. Wird es genau gesehen haben.
Der Linienrichter ist sofort zur Eckfahne gegangen, das heißt Eckfahne. Dritte Ecke für die Borussen. Die erste, zweiten Abschnitt. Flipsen. Jetzt müssen sie aufpassen. Hin. Schneider. Und der Otto sitzt nicht mehr, Winnie. Na jetzt merkt er, das Spiel ist genau so, wie der Otto das haben will jetzt. Ist auch da. Beruhigt erstmal, wechselt jetzt aus, das weiß ich. Ja, er will wechseln. Kuka kommt. Pavel Kuka. Der hat schon ein halbes Borussen-Trikot angehabt. Vor gut einem Jahr. Gladbach wollte ihn unbedingt holen, aber Otto hat ihn nicht gehen lassen. Ja, für Lautern war wichtig, dass sie wieder aufsteigen. Und man sieht ja, was dass man manchmal auch mal Maßnahmen machen muss, die keiner verstehen kann. Und? Ja, Machter war wieder der Erste, der an den Balkan. Und immer wieder die Außenposition, da vorne werden sie gesucht. Marschall, der stark spielte, immer wieder ein Gefahrenherd ist dort vorne. Also nie komplett auszuschalten. Holt sich unheimlich viele Bälle auch am Mann, sehr stark. So, beim 10.000 Meter Lauf klingelt die Glocke, wenn es in die letzte Runde geht. Wir läuten die letzten 12, 13 Minuten ein auf dem Betzenberg. Für gewöhnlich haben es sie in sich, hier bei einem Abendspiel. Ja, Otto sagt ja, wenn das Licht angeht in Kaiserslautern, nur heute ist doch nicht so. Pavel Kuka, der schon beim letzten Auftritt gegen den BVB hier in die Partie kam, ein Tor erzielte. Andi Buck geht raus. Pettersson geht raus. Und Voronin, der Russe, kommt. Auch ein offensiver Spieler, ein Stürmer. Hat allerdings in der Oberliga erst, oder sonst spielt Amateur, zwei Tore erzielt. Der torgefährlichere Amateur bei den Borussen. 9 Tore, sitzt noch auf der Bank mit Lindjens. Aber Wechselkontingent der Borussen ist jetzt ohnehin erschöpft. Eine kleine Kopfnuss von Sforza gegen Effenberg. Leicht versteckt, aber dennoch von uns beobachtet. Dafür sind wir ja da. Ah, ein guter Ball. Eckball. Die 10. Ecke für die Lauterer. Torabball war hinter der Torauslinie. Stefan Effenberg blinzelt schon mal hoch zur Anzeigetafel. Wie lang ist es noch? Viele Experten sagen natürlich, für Borussia Mönchengladbach ist es in dieser Phase eigentlich fast leichter, wenn man so davon überhaupt sprechen kann, in Lautern zu gewinnen als zu Hause gegen Rostock. Und siegen müssen sie nun mal in dieser misslichen Situation. Na, zu Hause ist manchmal der Druck, man muss unbedingt gewinnen, man darf überhaupt nichts verkehrt machen. Und dann kann natürlich sein, dass man
gehemmt spielt. Und sie spielen zu Hause mit einer Viererkette und dann werden sie leicht ausgekontert wie gegen Duisburg. Viererkette haben sie schon länger nicht mehr gespielt. Weder unter Meier noch unter Rausch, aber selbst mit der normalen, mit der Standardabwehrformation tun sie sich natürlich durchaus schwer daheim. Bitte check. Und sie haben heute Abend die Riesenmöglichkeit gehabt hier, die Borussen. Ja. Patrick Andersen ist natürlich ein überragender Abwehrspieler. Er steht immer richtig. Viele sagen, er geht zum BVB in der nächsten Saison. Ich halte allerdings auch noch die Variante Real Madrid, bei denen er ohnehin im Vorjahr schon einmal im Gespräch war, auch noch für durchaus diskutabel. Ja, wenn Jupp Heynckes bleiben sollte, kann ich mir vorstellen, dass er runterkommt. Vor allem ist er ein Mann, der ohne Libero spielen kann. Dann geht es richtig zur Sache jetzt im Strafraum. Passlag war das gegen Risto. Nochmal wieder aus. Letztlich so, Winnie, wie die Mannschaft sich hier präsentiert von Otto Rehhagel. Haben wir da gerade den Meistertrainer gesehen? Es ist schwer, es ist schwer. Wichtig ist, was am Sonntag ist. Was sagt ihr Gefühl denn? Wer macht's denn? Bis jetzt hat Bayern nie nachlegen können, wenn Lautern Punkte gelassen hat. Sie haben dann selbst ihr Spiel nicht gefunden. Wagner macht heute Abend ein gutes Spiel, finde ich. Ja, er spielt natürlich jetzt in einer anderen Position. Das war auch ganz wichtig, dass der Otto da gewechselt hat, denn er bringt viel mehr Bälle zum Mann. Hosenkoch hat viele Abspielfehler. Die letzten 6 Minuten laufen auf dem Lauterer Betzenberg. Er will den Bayern keine weitere Vorlage geben. Und ich glaube, im tiefsten Innern will er dieses Spiel auch in der Schlussphase noch gewinnen. Er hat schon einige umgebogen in der Schlussphase hier am Betzenberg. Langer Ball Effenberg. Kleiner Rempler von Passlag gegen Schönberg. Und Heinemann hat das sofort gesehen. Nochmal die Lauterer. Effe muss dazukommen, damit er nicht 1 gegen 1 spielt. Ja. Wir sprachen von Respekt in diesem Spiel. Vielleicht zunächst mal diese Standardsituation. Und dem Respekt der Pfälzer vor den Gladbachern im ersten Spielabschnitt haben die Gladbacher dann nach dem Anschlusstreffer vor der Pause im zweiten Spielabschnitt zu viel Respekt gehabt vor den Lauterern? Ja, sie haben nicht mal diesen Druck ausgeübt in der Vorwärtsbewegung, wenn sie das in Konter hatten. Sie haben zu wenig draus gemacht. Aber Lautern hat eigentlich nicht ihr Spiel aufziehen können in der ersten Halbzeit. Erst in der zweiten Halbzeit, als die Gladbacher reingedrängt haben. Pavel Kuka.
Ball nicht im Aus, sagt der Schiedsrichterassistent. Ja, Kuka auf der rechten Seite. Was Neues. Schönberg. Über außen rechts, ja. Solide gespielt heute Abend. Nicht so stark, wie wir ihn sonst kennen. Und die Chance für den Lauterer. Aber nicht. Kein Elfer. Sforza kämpft auch nochmal, mobilisiert nochmal die letzten Kräfte. Ja, er ist natürlich müde, weil er trainiert nicht so mit wie die anderen. Er hat ja diese Probleme. Hohes Tempo in diesem Spiel. Fast über die komplette Distanz. Ja, nicht flanken lassen. Vielleicht eine der letzten Möglichkeiten jetzt für Borussia Mönchengladbach. Flipsen. Ja, muss er spielen. Ja, hat, ja. Muss schnell gehen jetzt. Ball ist freigegeben. Ein fürchterlich dummer Fehler, sich da in eine Abseitsposition zu begeben. Einfach nicht geschaut. Und sehen Sie, das ist Otto Rehagel. Ja, so muss es auch sein. Das ist das Feuer drin. Beinahe gesagt wie der Schäfer zu seinen besten Zeiten. Ja. Herr Otto war ja mal mein Trainer in Offenbach. 2 Jahre. Er lebt den Fußball. Das muss, so muss es sein. Identifiziert sich mit dem Verein, mit der Region hier. Natürlich fallen in so Situationen immer mal wieder Wörter und Sachen, die nie gesagt werden. Ich glaube, er weiß manchmal selber nicht, was er genau gesagt hat, während er spielt. Und das ist auch gut so. Und Borussia Mönchengladbach sollte es dann hier bei dem 2-2 bleiben. Sie waren zumindest die rein theoretische Möglichkeit. Und das Fünkchen Hoffnung, dass es doch noch klappt mit dem Klassenerhalt in dieser Spielzeit. Denn die Bundesliga ohne Borussia Mönchengladbach, das ist, wenn wir schon bei Rehage bleiben, wie Otto ohne Beate. Gut gesehen. Vorteil Effenberg. Jetzt geht guter Pass. Voronin. Sofort rücken sie noch mal mit auf. Schneider hinten auf der anderen Seite. Auch darf er nicht spielen. Ja. Schönberg. Kuka. Na, Kuka ist natürlich auf der rechten Seite ist nicht der Spieler, der rechts spielen kann. Man hat eben gesehen, die rechte Seite war oft frei. Er geht immer in die Mitte rein, in den 16er. Vielleicht müsste Ballack dann über rechts kommen. Man kann ihm gar keinen Vorwurf machen, er ist eben kein Flanke. Unterm Strich muss man sagen, wir müssen ein bisschen schon analysieren, weil die letzten Sekunden laufen, Winnie. Eine grandiose, eine tolle erste Halbzeit von Borussia Mönchengladbach. Ja, ich muss sagen, die Gladbacher haben mich nicht überrascht, weil ich wusste, dass sie hier gut spielen können. Sie haben ihr Konterspiel wieder aufgezogen, was sie jahrelang stark gemacht hat. Und sie haben durch das 1-2 natürlich die Lauterer wieder rausgeholt auf ihrem Loch. Und Kompliment aber auch an Kaiserslautern, dass sie das umgebogen haben. Da ist er drin. Und da ist das Tor! Durch wen wohl? Na, durch ihn hier. Olaf Marschall, und der macht die Tore wirklich in den letzten Sekunden, im ersten Spielabschnitt und nun auch. Das war der Abstieg für Borussia Mönchengladbach. Da lege ich mich fest. In der 91. Spielminute nach 0-2 das 3-2. Wo ist Paslak? Hier ist Marschall. Da haben wir den Fehler gesehen. In den entscheidenden Situationen
er darf ihn nicht flanken lassen. Genau das ist es, glaube ich. Wenn er flankt, wunderschön gemacht. Sind die entscheidenden Leute nicht da? Das dritte Tor an diesem Abend durch, jetzt hätte ich beinahe gesagt, Toni Marshall. Olaf Marshall. Ja. Das ist der Schlusspfiff. Ein unglaublich verrücktes Fußballspiel geht zu Ende. Und dieser Mann ist glücklich, denn er weiß, das war ein Meilenstein am heutigen Abend auf dem Weg zum Meistertitel. Und Friedel Rausch, schauen Sie in seine Augen. Er hat gesagt, wenn wir heute dieses Spiel verlieren, dann bin ich nächstes Jahr noch Borussentrainer, aber in der zweiten Liga. Bitter für ihn, für Uwe Kamps, der eine große Saison gespielt hat, und bitter für alle Mönchengladbacher Spieler. Und auch wenn er hier noch gefasst wird, er muss die Situation erst verarbeiten. Sein Herz weint, sein Borussenherz. Ja, Sie haben, man sieht die Jungs auf dem Boden liegen, aber sie haben so viele Bälle vorne verloren am Schluss. Jedes Mal ist der Konter jetzt für Kaiserslautern gekommen. Sie müssen die Bälle vorne halten. Sie mussten viel mehr versuchen, das dritte Tor zu machen. Eigentlich schade, sie haben sehr gut gespielt. Aber zu Christian Sprenger bitte. Ja, es fällt sicherlich nicht leicht, sich hier jetzt hinzustellen und Fragen zu beantworten. Erstmal Hut ab dafür. Es ging heute um Hopp oder Top. Das war jetzt Hopp, oder? Ja, ich glaube, das hat sich heute wieder gezeigt, was wir die ganze Saison, wir haben einfach kein Glück. Wir haben, finde ich, sehr gut gespielt, erste Halbzeit. Und wir haben uns zweite Halbzeit etwas also zu Eichen reindrängen lassen, haben aber trotzdem noch gut gespielt. Aber das ist unglaublich. So viel. Aber Martin, es hat nicht nur was mit fehlendem Glück zu tun, wenn man 2-0 führt und dann noch 2-3 verliert. Ja, Sie müssen mal sehen, welche Tore wir bekommen. Ich meine, das waren alles ganz komische und blöde Tore. Und ich meine, in der Saison, wir haben so oft, also auch zu Hause gut gespielt und nicht gewonnen. Und ich meine, wenn man so spielt und kein Glück hat, dann wird man wahrscheinlich absteigen. Aber also die Chance ist noch da. Sie rechnen doch mal mit einer kleinen Minimalchance. Ja, wir haben noch zwei Spiele, die müssen wir gewinnen. Dann müssen wir halt auf das Glück der anderen hoffen. Oder halt das Glück, damit die anderen schlecht spielen. Aber ihr spielt jetzt zu Hause gegen Rostock. Ihr habt in diesem Jahr noch nicht ein Tor gemacht zu Hause. Ja, na und, aber wir haben es ja gesehen, die letzten zwei Spiele, damit wir es noch können. Und da müssen wir einfach dran anknüpfen. Danke, dass Sie hier waren. Und die Gladbacher Fans, schauen Sie in diese Gesichter. Da laufen schon die ersten Tränen. Seit knapp 34 Jahren gehört Borussia Mönchengladbach wie kein anderer Verein sicherlich in dieser Region, dort am linken Niederrhein, zur ersten Fußball-Bundesliga. Und Friedel Rausch, der seit wenigen Wochen im Amt ist bei Borussia Mönchengladbach, er leidet mit wie ein echter Borusse. Schon in dieser wohl schwärzesten Stunde der Vereinsgeschichte. Wenn es denn der Abstieg ist. Ich glaube schon, dass das jetzt besiegelt ist. Vinny, da muss man auch mal Ihre Emotionen, die haben ja auch schon einen feuchten Blick, muss man sagen. Sie haben 70 die erste Meisterschaft in Ihrer Profikarriere gefeiert mit den Borussen. Geht Ihnen das auch ans Herz? Es gibt zwei Vereine, die mir am Herzen liegen. Einmal natürlich mein KSC. Für die Fans in Karlsruhe, um Karlsruhe herum. Ich hoffe, dass sie das packen. Natürlich Gladbach, da wo man angefangen hat, meine ersten Schritte als Profi. 1968, 70 Meister, Europacup-Sieger. Aber man hat es gesehen, wurde immer ein bisschen weniger. Ich glaube, der große Knackpunkt kam, als die großen Trainer aufgehört haben. Nach Weißweiler, Latteck, dann Heinkes, danach war nichts mehr da. Babak Milani, bitte. Ja, wo habt ihr diese Moral her? Ja, ich denke mal, wir haben die letzten zwei Spiele schon gezeigt. Alle haben uns im Endeffekt schon ein bisschen eine Krise eingeredet und die Mannschaft hat im Endeffekt, wir können nur eine Antwort geben und die ist die auf dem Platz und die haben wir heute, denke ich mal, wieder ganz klar unterstrichen, dass wir eine homogene Mannschaft sind, die in allen Lagen zusammenhält. Homogen in der zweiten Halbzeit vielleicht, aber in der ersten habt ihr euch schwer getan. Warum? Ja, wir wussten ja, dass die Gladbacher eine sehr starke Kontermannschaft haben. Wir sind natürlich zweimal saudämlich ins offene Messer gelaufen und es darf normalerweise zu einer erfahrenen Mannschaft, Entschuldigung, wie uns nicht passieren, aber es ist leider passiert. Aber umso schöner war das dann das Nachhinein. Sag ich mal, dass die Mannschaft wieder an sich geglaubt hat und unwahrscheinlich gekämpft hat mit unseren Zuschauern zusammen. Heute, glaube ich, ein Fußballfest erlebt haben. Habt ihr Baldrian in der Halbzeit genommen, weil dann waren die Nerven wieder intakt? Ja, es ist komisch. Es war auch in Rostock so oder auch im letzten Heimspiel gegen Dortmund.
immer wenn wir in Rückstand geraten, dann werden irgendwelche Kräfte frei. Und ich weiß auch nicht, woran es liegt. Sei mal, dass wir erst nach dem Rückstand so aufdrehen. Aber im Endeffekt haben wir heute auch, denke ich mal, eine Vielzahl von Chancen in der ersten Halbzeit schon ausgelassen. Und zwar einfach begeistern heute. Hat einfach Spaß gemacht dann. Kann man Ihnen schon zur Meisterschaft gratulieren? Nein, ich habe vor dem Spiel schon gesagt, irgendwann, man träumt so vor sich hin. Und irgendwann werden die Träume auch mal wahr. Und wir hoffen, in zwei Wochen ist der Traum wahr. Dankeschön, Martin. Uwe, man muss einfach tief Luft holen. Fällt Ihnen jetzt, man muss einfach tief Luft holen. Jetzt fällt Ihnen schon was ein, so kurz danach? Nee, eigentlich nicht allzu viel. Also ich denke, unglücklicher kann ein Spiel nicht ablaufen. Wir machen hier, denke ich, ein super Spiel von unserer Seite, gehen 2-0 in Führung. Da fängt es an mit dem ersten Tor, was wir kriegen. In der Nachspielzeit schon in der ersten Halbzeit. Also im Prinzip wurde da nicht mehr angepfiffen. Dann kriege ich ein Scheiß-Tor. Und Scheiß-Tor heißt, war Ihr Fehler, oder? Ja, sicher. Wenn der Ball so kommt und ich habe nicht sicher, das ist immer so. Da sieht man immer als Torhüter dementsprechend. Und, nur jetzt? Ja, nee, sorry. Und dann eben jetzt das 3-2 noch. Wieder nur das Tor, kein Anpfiff, nichts mehr, Spiel zu Ende. Das ist natürlich so das Schlimmste, wie es laufen kann. Nur wenn man jetzt hier so die Stimmung mitkriegt, dann müssen einem ja die Tränen kommen. Weil das war wahrscheinlich auch der Abschied von Betzenberg erstmal. Das muss man nach wie vor abwarten. Man muss immer sehen, was am 9. Mai an Punkten reicht. Das ist nun mal Fakt. 6 Punkte können wir noch machen. Dann sind wir bei 38. Und wer weiß, ob die vielleicht am Ende nicht noch reichen. Also ich glaube es nicht. Vor allen Dingen, man muss ja auch bedenken, ihr spielt nächste Woche gegen Rostock. Die sind auswärts sehr stark. Ihr habt zu Hause dieses Jahr noch nicht ein Türchen gemacht. Ja, dann wird es ja Zeit, dass wir mal eins machen. Also heißt jetzt Zähne zusammenbeißen und durch, in Optimismus machen, trotz der Tränen gerade? Ist immer so, es geht ja immer weiter. Man muss einfach sehen, dass man jetzt den Rest der Saison dementsprechend positiv gestaltet und sehen, was am Ende dabei rumkommt. Uwe, ich danke Ihnen, dass Sie sich gestellt haben. Olaf Marschall, ist für Sie heute Ostern, Weihnachten, Namenstag zusammengefallen? Gut, ich meine, ist natürlich ein besonders schöner Tag für mich, weil ich die drei entscheidenden Treffer gemacht habe. Ich hoffe, dass die dann im Endeffekt, ich sag mal, Gold wert sind. Wann habt ihr gemerkt in der Mannschaft, heute geht was? Gut, ich sag mal so, wir spielen hier zu Hause immer voll offensiv, versuchen alles. Sind natürlich in zwei Konter reingelaufen, haben uns dann zur Halbzeit gesagt, dass wir versuchen das nochmal. Und gut, es hat dann im Endeffekt kurz vor Schluss noch geklappt. War vielleicht Ihr Tor in der 45. der Impuls, der euch nochmal aus der Niederlage rausgerettet hat? Ja, sicherlich. Kurz vor der Halbzeit ist es für die Gladbacher mit Sicherheit bitter gewesen, dass wir den Anschlusstreffer noch gemacht haben. Und wir haben daraufhin mit Sicherheit wieder neuen Mut geschöpft, dass wir es noch backen können. Und im Endeffekt hat uns das Recht gegeben. Habt ihr eure Nerven vielleicht 45 Minuten nicht im Griff gehabt, weil Gladbach bis dahin sehr, sehr gut hier gespielt hat? Gut, die Gladbacher haben das ganze Spiel eigentlich ganz gut gemacht. Ich meine, beide Mannschaften hatten, ich sag mal, eine Menge von Chancen, wo es hätte auch anders rausgehen können. Aber gut, wir sind ja glücklichere Sieger. Glauben Sie, mit Ihren drei Toren vielleicht im Rennen mit Bobic die Karte zur WM, die Fahrkarte gezogen zu haben, weil damals Werders Bode ja auch mit 2 Toren gegen Bayern die EM-Fahrkarte geschossen hatte. Gut, ich sag mal so, ich habe meinen Teil jetzt dafür getan und alles andere, wir haben noch mit Sicherheit noch ein paar Spiele, aber alles andere wird der Bundestrainer entscheiden. Olaf, mit wie viel Prozent seid ihr heute Deutscher Meister geworden, ja, 91. Minute? Gut, warten wir erstmal das Wochenende ab und dann könnte ich vielleicht eine Antwort darauf geben, aber ich sag mal, für uns war wichtig, dass wir heute die 3 Punkte gemacht haben, nachdem wir lange nicht gewonnen haben und jetzt können wir weitersehen. Mittwoch haben wir noch ein Nachholspiel. Wenn wir das gewinnen, wäre natürlich schon fabelhaft. Der Bann ist gebrochen? Ja, ich hoffe es mal. Ich meine, wir haben noch 3 Spiele. Wir werden uns die 3 Spiele voll verausgaben und werden alles versuchen und hoffe, dass wir im Endeffekt ganz vorne stehen. Danke, Olaf Marsch. Bitte. Andreas, das war ein verrücktes Spiel. Haben wir sowas schon mal erlebt, hier jetzt mal abgesehen von dem Spiel gegen Stuttgart und heute ging es ja auch ein bisschen mehr. Ja, also heute war wirklich ein hervorragendes Spiel. Und ich finde es wirklich schade für die Gladbacher, weil wenn sie immer so gespielt hätten wie heute, dann wären sie nicht da hinten. Ich finde es toll, dass Sie gerade nach so einem Sieg als erstes auch an die Gladbacher denken, weil da geht ja schon ein Stück Geschichte verloren. Aber gucken wir auf euch. War das der große Schritt Richtung Meisterschaft? Das war ein sehr wichtiger Schritt, glaube ich. Also wenn wir heute verloren hätten, dann hätten die Bayern, glaube ich, einen riesen Vorteil gehabt. Und so müssen die Bayern erstmal gegen Leverkusen was holen und das war ein riesiger Schritt, ja. Wo lag denn für Sie der Knackpunkt, das 1-2 mit dem Pausenpfiff? Ich glaube schon, also wenn wir mit 0-2 in die Pause gehen, dann wird es sehr schwer für uns. Mit dem 1-2 war wieder alles offen und das war, glaube ich, wichtig für uns. Habt ihr denn noch damit gerechnet, dass es gleich 3 Punkte werden?
Ich habe sie gerade nicht richtig verstanden. Ob ihr noch damit gerechnet habt, dass es 3 Punkte werden? Ja, wir haben ja einen Olaf da vorne drin. Beim Olaf weiß man nie, wie viele Tore er schießt. Und also wir haben immer gehofft, dass wir noch 3 Punkte machen. Denn ein Unentschieden hat uns auch nicht weitergebracht. Und so haben wir immer auf Sieg gespielt. Und der Gary hat draußen gesagt, wir schießen auf jeden Fall noch ein Tor. Und er hatte recht. Und jetzt sich ganz relaxed zurücklehnen und am Sonntag dann bei Leverkusen die Daumen drücken? Ja, auf jeden Fall. Also wer die Leverkusener kennt, der weiß, dass die da hoch motiviert sind. Und ich denke, die werden da schon was holen. Und ihr wollt dann am Mittwoch schon Meister werden in Bielefeld? Ja, Meister können wir, glauben wir, nicht werden in Bielefeld, oder? Rechnerisch. Aber wir wollen da gewinnen und dann möglichst zu Hause alles klar machen. Das ginge eventuell schon, je nachdem, was Sonntag passiert. Danke, Andi Buck. Jakob Storza, habt ihr heute das schwerste Geduldsspiel der Saison gewonnen? Ich glaube, ja. Wir wussten ganz genau, dass es ein schwieriges Spiel wird, weil Gladbach war seine letzte Chance, um noch ranzukommen in den letzten Plätze. Wir wussten auch ganz genau, dass Gladbach eine starke Mannschaft ist. Und es ist ein bisschen Angstgegner von dem FCK, aber ich glaube, es ist auch traurig momentan. Ich glaube, ich will jetzt das nicht hochspielen, aber Gladbach hat wirklich gut gekämpft. Aber man hat gesehen, zweite Halbzeit ein FCK, wo Meister werden will. In der zweiten hat man es gesehen, in der ersten nicht unbedingt. Habt ihr eure Nerven am Anfang nicht in den Griff bekommen? Nee, was heißt nicht im Griff? Wir sind wieder in den Trotz reingekommen, ja nicht zu verlieren. Wir haben sicher Respekt gehabt, auch ein bisschen Angst. Es hat so ausgesehen. Weil Gladbach hat hervorragend Fußball gespielt. Aber ich glaube, das Wichtigste heute war das 2-1 vor der Pause noch. Und die Pause vielleicht, weil was hat Otto Rehagel euch in der Pause gesagt? Ich glaube, der Trainer in diesem Moment muss ja gar nicht so viel sagen. Weil die Mannschaft wusste ja, mit dieser Erleistung der ersten Halbzeit können wir das Spiel nicht umbiegen. Wir haben uns alle gesagt, zum Meister werden müssen wir heute das Spiel gewinnen. Und da muss eine andere Mannschaft auf den Platz. Wie viel Prozent seid ihr heute deutscher Meister geworden? Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht so hochspielen. Bayern hat auch noch ein Spiel am Sonntag. Schlimmster Fall kann es immer noch einen Punkt vorne und wir haben noch ein Spiel mehr. Aber ich glaube, wichtig ist jetzt, die 3 Tage, die wir noch haben, gut zu erholen und uns auf das Bielefeldspiel zu konzentrieren. Sie haben Probleme mit den Beinen. Wie reißen Sie sich immer wieder zusammen, um auf dem Feld so große Leistungen zu bringen? Ja, momentan ist es sicher eine mentale Aufgabe auch von mir. Ich kann ja kaum trainieren unter der Woche. Und am Anfang habe ich es auch gemerkt, aber ich habe auch gesagt, ich habe jetzt so viel durchgewisst, jetzt muss ich die letzten Spiele auch noch. Und das geht halt, wenn man auch vorne dabei ist. Danke, Sergio. Ja. Ja, eindrucksvolle Bilder und Aussagen, die wir hier geliefert bekommen. Und wir haben in den letzten Augenblicken natürlich nochmal den Lauteren zugehört, die einen ganz entscheidenden Schritt gemacht haben Richtung Meistertitel in diesem Jahr. Aber Winnie Schäfer ist ein bisschen, seit einigen Minuten muss man sagen, fast sprachlos, denn sie müssen erstmal das verarbeiten, dass ein Verein ihres Herzens den bitteren Gang aller Wahrscheinlichkeit nach in die Zweitklassigkeit gehen muss. Wenn man sieht, die haben noch gut gespielt heute, sie haben 2-0 geführt, haben die Chance gehabt, es 3-0 oder 3-1 oder 3-2 zu machen, bevor die Lauterer zugeschlagen haben. Aber im Fußball zählt nicht ein Spiel, sondern zählen die ganzen Spiele der ganzen Saison. Und eigentlich schade. Gladbach in der zweiten Liga hört sich nicht gut an. Ich meine, sie haben noch 2 Spiele, aber sieht nicht gut aus. Tut Ihnen das weh? Ich meine, ich bin länger in Karlsruhe, als ich in Gladbach war. Deshalb schaue ich lieber morgen, was in Bochum los ist. Aber ich habe eben so gemerkt mit dem Schlusspfiff, als es besiegelt war, eigentlich auch für Sie, dass es doch bei Ihnen noch so die ein oder andere Emotion im Herzen freigesetzt hat. Ja, natürlich. Wir treffen uns öfters oder wenn wir, sind ja viele aus Gladbach Trainer geworden. Berti, Rainer, Bonhoff. Und ich habe mit Günter Netzer letztes Mal gesprochen, Jupp Heynckes, als wir in Madrid waren und wir haben über Gladbach gesprochen. Natürlich hängt man an diesem Verein, man ist da groß geworden. Das war eigentlich Fußball pur in den 70er Jahren. Aber ich konnte es so nicht beeinflussen und ich hoffe, dass sie es richtig machen im Neuaufbau und versuchen, nächstes Jahr wieder aufzusteigen. Lautern hat es ja auch gepackt. Vielen Dank, Winnie Schäfer, für diese ehrlichen Worte. Nach einem furiosen, nach einem verrückten Fußballfest am heutigen Abend, aus lauterer Sicht zumindest, zwischen dem 1. FCK und Borussia Mönchengladbach. Und vielleicht haben die Gladbacher ja ähnliche Substanz wie auch der 1. FCK Kaiserslautern. Und sie machen das Unmögliche dann auch in der Region am linken Niederrhein möglich. Und damit ins Studio zu Patrick Wasserzier. So, Friedel rauscht. Kommt gerade herbeigeeilt zu Otto Rehagel, der freundlicherweise so schnell hier hingekommen ist, dass er gar keine Schuhe mehr anziehen konnte.
oder beide Trainer dürfen, glaube ich, stolz sein, im Wesentlichen auf die Leistung ihrer Mannschaft. Ich würde sagen, Otto Rehagel, fangen wir mit dem Sieger an. Ein Sieg der Moral ihrer Mannschaft, das war ja ein verrücktes Spiel. Ja, die Gladbacher haben so gespielt wie in Dortmund. Sie wollten uns auskontern, das ist ihnen gelungen. Wir mussten aber dennoch hier nach vorne spielen, weil wir ja gewinnen wollten. Wir sind in die Konter gelaufen, aber dann habe ich in der zweiten Halbzeit ein paar Auswechslungen vorgenommen und den Jungs gesagt, jetzt Leute, alles oder nichts, mit hohem Risiko gespielt. Und letztlich und endlich hat sich das dann ausgezahlt. Friedel Rausch, haben Sie es schon verarbeitet, das, was da eben passiert ist? Sie sind ein erfahrener Mann, Sie sind lang genug im Geschäft. Aber haben Sie vergleichbare Situationen schon mal erlebt, so ein Ding aus der Hand zu geben? Sie sagen glücklich für das Spiel. Ich kann nicht glücklich sein, wenn wir so ein Spiel verlieren. Dass wir auf einen Gegner treffen, der optisch überlegen ist, das wissen wir. Dass der Gegner mit hohen Bällen, Flankenbällen operiert, das wussten wir auch. Wir haben dahingehend die ganze Woche trainiert. Wir haben durch unser Konterspiel 2:0 geführt. Haben dann, ich glaube, in der 48 Minuten, ich weiß auch nicht, warum der Schiedsrichter nachspielen lassen, das 2:1 bekommen. Haben uns in der zweiten Halbzeit eigentlich wieder gut gefangen und das Spiel ziemlich offen gestalten. Ich muss auch sagen, ich glaube, der gute Uwe Kamps hat kaum einen Schuss zu halten gehabt. Es waren wohl einige brenzlige Situationen da. Bitter ist, dass man so ein Spiel dann in der 90. Minute oder 92. Minute schlussendlich verliert, aber für Kaiserslautern die Meisterschaft, Otto, das kann ich dir sagen. Gratuliere im Vorfeld. Für uns eventuell noch ein kleiner Strohhalm, wenn wir sehen, was die nächsten Mannschaften machen. Wir müssen also jetzt doch zu anderen Mannschaften schauen. Und es tut mir leid für meine Spieler, für meine Mannschaft, weil ich glaube, wir haben alle gesehen, da hat nicht eine Mannschaft gespielt, die an 17. Stelle steht. Nee, das kann man wohl sagen. Ich möchte ein Bild gerne, Otto Rehagel, dass Sie auch mal mit drauf schauen. Und zwar Ihre Reaktion nach dem Siegtreffer. Wir kennen Sie als engagierten Mann an der Linie. Und das ist die Situation. Erkennen Sie sich selber wieder oder läuft da in so einem Augenblick so ein Triumphgefühl ab, eine Euphorie, dass man sie gar nicht mehr beschreiben kann? Nee, man freut sich einfach, weil man sagt, Mensch, das ist Wahnsinn, dass das noch in der 92. Minute klappt. Und man hat ja, ich bin jetzt anderthalb Jahre hier und wir haben ein harmonisches Team gebildet, außerhalb des Spielfeldes, innerhalb und mit meinen Freunden. Und dann freut man sich natürlich, dass die Leute, dass man das Vertrauen, das einem geschenkt wurde, dass man das zurückzahlen konnte. Friedel Rausch, der ja nun kein Journalist ist, hat Ihnen schon zur Meisterschaft gratuliert eben. Ich als Journalist erlaube mir jetzt die Frage, wie weit sind Sie schon? Wir glauben nur an das, was wir sehen. Und die Bayern haben morgen noch ein Spiel. Und es ist wie bei einem 800-Meter-Lauf. Wir sind eingangs der Zielgeraden, wir liegen vorne, aber noch sind wir nicht über die Ziellinie und wir müssen noch eine Menge tun. Wir können am Mittwoch sicher punkten in Bielefeld, aber auch das haben wir alles schon erlebt. Ich muss meine Leute darauf vorbereiten, dass Eintracht Frankfurt schon praktisch Meister war und das letzte Spiel beim Absteiger Hansa Rostock verloren hat. Und wir müssen mit allerhöchster Konzentration dahin fahren. Die Bielefelder werden uns nichts schenken, da bin ich mir ganz sicher. Jetzt schauen wir auf das andere Ergebnis vom aus Berlin, also mein lieber Schwan, da hat die Hertha es noch geschafft, den Ausgleich gegen Arminia Bielefeld zu erzielen. Dürfte wohl gleichbedeutend sein mit dem Klassenerhalt. Und wir schauen auf das Bild, was sich bietet jetzt nach den bisher absolvierten Partien dieses 32. Spieltages. Der erste FC Kaiserslautern mit 63 Punkten vorne. Die Bayern am Sonntag gegen Bayer Leverkusen mit der Möglichkeit, noch einmal ranzukommen. Und der FCK dann, wie gesagt, im Nachholspiel in Bielefeld, was wir auch übertragen am Mittwoch. Und dann der Blick nach unten. Borussia Mönchengladbachs Lage, Friedel Rausch, hat sich natürlich nicht verbessert. Die Spieler, die wir eben zum Interview hatten, haben gesagt, sie sehen noch eine Chance. Sie selber haben vor der Partie gesagt, wenn wir verlieren, ist es das eigentlich. Wie würden Sie es jetzt einschätzen? Nein, Moment. Legen Sie mir das nicht in den Mund. Ich werde als Trainer sowas nicht sagen können. Dann sagen Sie jetzt, wie es ist. Ja, solange man theoretisch eine Chance hat, dann muss man daran muss man glauben. Wir müssen uns vorbereiten auf das nächste Spiel. Das ist zu Hause in Rostock. Vielleicht ist das Endspiel in Wolfsburg. Ich werde den Teufel tun und jetzt meine Mannschaft schon abschreiben. Vor allen Dingen nach diesem großartigen Spiel, glaube ich, müssen wir das Beste daraus machen. Und ich glaube, ich bin der Trainer, der meine Mannschaft moralisch wieder aufrüsten kann. Das beginnt heute Abend schon. Sie sind in der Kabine niedergeschlagen. Das ist ganz logisch. Heute hier etwas zu holen, es war möglich, dann wären wir ein Stückchen weiter gewesen. Aber so, okay. Es hat nicht sollen sein und das Fußballglück, was man ja auch schließlich haben muss, das ist einfach nicht auf unserer Seite.
Wir schauen in bewegte und bewegende 90 Minuten beziehungsweise in die Zusammenfassung derselben mit einer ersten Halbzeit, die die Borussia, so wie es Otto Rehagel auch schon eben andeutete, glänzend gestaltet hat mit dem Konterspiel und mit dem 0:1 durch den jungen Hausweiler, Friedel Rausch. Ja, okay, das war, der Raum war da, weil Kaiserslautern sehr offensiv da agiert hat und wir haben mit drei Zügen das Mittelfeld überbrückt und dann wunderbares Tor durch den Hausi gemacht. Klasse Pass von Flipsen. Reinke sah, ich sag's ungern, aber nicht so besonders glücklich aus. Wie haben Sie es empfunden, Otto? Ich guck mir das mal an. Kurzes Eck. Den muss er halten, den Ball. Mhm. Das weiß er auch selbst. Ich meine, das ist ein erstklassiger Torwart. Die Bälle hat er sonst gehalten. Ich meine. Vielleicht hat er zu sehr auf die lange Ecke spekuliert. Spekuliert kam nicht mehr hin. Dann 25. Minute, so ein Ding von Wagner und Schönberg, der dann den Kopfball versuchte noch zu verwerten. Da fehlen Kamst vielleicht auch 2-3 Zentimeter Körperlänge. Und Schönberg dann mit dem Versuch, dann Szene noch aus der 26. Minute. Auch einer dieser Konter, die die Borussen speziell im ersten Durchgang glänzend gesetzt haben. Winoff hier. Und in dem Fall Reinke schnell genug unten. Dann Szene aus der 34. Minute. Riesenchance für Pettersson. Wenn Sie es jetzt sehen, Friedel, würden Sie sagen, ihr habt es versäumt, den Sack zuzumachen, schon in der Phase? Nein, nein, es ist immer noch ein Torhüter da, in dem Falle auch Schönberg als Gegenspieler. So einfach lässt es sich nicht Tore zu machen. Schönberg hat sich in den letzten Metern noch die schnellere Beine gehabt. Und es war... Und wir haben auf der rechten Seite am Anfang in der schauen ersten Sie, wie Halbzeit er ihn noch einholt. Furchtbar viel leichtsinnige Bälle verloren, wo wir nur in Ruhe kombinieren müssen. Und da haben wir die Individualarbeit stark übertrieben und sind dann in die Konter gerannt. Spiel von hinten raus. Das war natürlich ein Traumpass. Das war ein Traumpass und das ist großartig, erstklassig. Schön auch noch verzögert, der eine Schritt von Pettersson. Unhaltbar. Öffnende Pass von Effenberg und Pettersson in bester Torjägermanier. Man hat es eben gesehen, kurz den Blick noch hoch, wo steht der Keeper. Und dann macht er ihn rein, völlig unhaltbar, zum 0:2. Und Knackpunkt für Sie vielleicht auch, Otto, der Anschlusstreffer, der dann noch kurz danach fiel? Ja, wir haben eine Chance gehabt jetzt auch wieder. Und wenn man... Da sieht man das, der Ball springt den Hochstädter gegen das Knie und sie behindern sich gegenseitig. Das ist, und das war, glaube ich, die Rettung für Kaiserslautern. Ja, wenn man nach Friedland natürlich den Gegner so wie jetzt unter Druck setzt, ja, okay, dann kommt was. Das ist ganz logisch. Deshalb setzt man ihn ja unter Druck, dass er unkontrolliert die Bälle wegspielt, damit wir sie wieder bekommen. Naja, aber schau mal, da sind wir unglücklich in den Verein gegangen. Ja, hm? Auf alle Fälle natürlich ganz, ganz wichtig, eben kurz vor der Halbzeit. Und das ist natürlich, dieser Schuss natürlich super klasse. Ja, Marschall hat generell ein Riesenspiel gemacht. Wie war es vorgesehen hinten in der Abwehrarbeit gegen ihn? Naja, zuerst war Andersen dagegen und okay, der Ball war natürlich gerade abgeprallt. Und nachher, als ich dann Hochstädter rausnahm, Andersen Libro, da war Pastlak dagegen. Hochstädter aufgrund der Tatsache, dass er einige Wochen wegen Verletzung... Er hat jetzt wochenlang nicht gespielt und das war dann schon... Szene hier aus der 57. Minute. Ja, das wäre nochmal was gewesen. Kalla Flipsen, ich glaub, der bis dahin ein gutes Spiel gemacht hat. Und dann die 61. Minute. Und... hier müssen wir leider Uwe Kamps die Schuld mitgeben, dem sonst so zuverlässigen Keeper. Aber das hat er eben auch selber im Interview gesagt, das weiß er, dafür ist er Manns genug. Das ist sein Ding. Toller Schuss von Ristorff, wollen wir nicht verschweigen. Und Marschall in bester Torjägermanier hofft auf die Chance und spitzelt ihn rein. Ja, das ist okay, aber da darf er nicht so reingehen. Ristorff, der kommt so gut zum Schuss dann und das kann passieren beim Torwart. Das ist das Quäntchen Glück, was man hat oder nicht hat. Ne? Und eben den Riecher, den der Olaf hat. Dann die 69. Minute, eine Traumkombination, werden wir jetzt sehen. Schön vor
gelegt von Ristoff und dann der junge Reich. Ah, das müssen wir noch lernen. Du musst den Ball flach lassen und dann, wie Henri von Monaco, habe ich ihm immer gesagt, Marco, du musst den Ball hinten in die lange Ecke schlenzen. Er ist aber noch dabei, das zu lernen. Aber er hat für sehr viel Wirbel gesorgt am linken Flügel. Und da ist ja noch ein ganz junger Mann. Aber die Idee war ja gut. Nicht draufgehalten, blindlings, sondern versucht, den Schlenzer in die lange Ecke hinzubekommen. Und jetzt mit der Vorarbeit zum entscheidenden Treffer. Haben Sie noch dran geglaubt in der Situation oder in der Phase? Ja, aber das darf nicht sein. Schaut, wir sind dabei. Wir gehen gar nicht im Abwehrbereich mit hoch. Das ist Schauwil frei. Der ist gestellt. Das bitte ich Sie. Das ist tödlich. Was wollen Sie da machen, wenn man den Gegenspieler in der 90. Minute 3 Meter freilässt? Ja, das ist Olaf wieder Leib und Leben. Ich habe ihm im Vorspiel gesagt, er muss jetzt, um dich bei Berti Vogts in Erinnerung zu bringen oder deine Chance noch zu suchen, in jedem Spiel 3 Tore machen. Na, heute hat er damit angefangen. Dann fährst du mit nach Frankreich. Er hat ja etwas, was vielleicht manche Stürmer nicht so sehr haben, die jetzt erste Wahl sind, das spielerische Potenzial. Die anderen sind vielleicht genauso wuchtig, aber Olaf ist ein erstklassiger Fußballspieler. Ciriakos Forza hat eben im Interview gesagt, wir hatten anfangs ein bisschen Angst. Haben Sie das nachempfinden können oder auch von draußen einwirken können? Angst nicht, aber die Spieler merken natürlich jetzt, wir sind oben und man weiß natürlich, wenn Gladbach hierher kommt, wie ein Ertrinkender, die werden noch mal alles aus sich herausholen, haben in Dortmund ein sehr gutes Spiel gemacht, haben dort gewonnen. Beim Champions-League-Sieger, nicht wahr, ein Weltpokalsieger, das hat uns natürlich auch gesagt, dass wir heute auf einen erstklassigen Gegner treffen. Und die Spieler, die dort spielen, Elfenberg und Flipsen und Hochstädter, das sind erstklassige Leute. Und wenn sie immer so gespielt hätten wie heute, dann hätten sie sich keine Sorgen machen brauchen. Die Spieler haben eben gesagt, Friedel Rausch, es war einfach auch Pech. Okay, das ist sicherlich eine Seite der Medaille, die andere Seite sind die Abwehrfehler, die gemacht worden sind. Das ist kein Pech. Schauen Sie, wenn man in der 19 oder 92 Minute den Olaf Marschall alleine freistehen lässt, dann ist das kein Pech, dann ist das fahrlässig, das ist das Disziplinlosigkeit und da ärgere ich mich wahnsinnig drüber. Da nützt ja kein Heulen und kein Wehklagen und gut gespielt und nicht gut gespielt, das sind individuelle Fehler und das ärgert mich einfach. Haben Sie überhaupt die Möglichkeit, jetzt hinsichtlich des Spiels gegen Rostock da noch einzuwirken? Weil die Mannschaft, man hat es ja gesehen, die Mannschaft hat gut gespielt, aber okay, bei mir ist es so, schauen Sie, ich habe auch keine Alternativen vorne im Sturm. Ich habe heute einen 19-jährigen Burschen da noch reinsetzen müssen für den Pettersen. Wenn ich natürlich eine Alternative noch hätte, wenn ich einen Pavel Kuka noch auf der Bank hätte oder einen Rische oder irgendwas, dann wäre es was anderes. Aber mir sind die Hände gebunden. Ich habe sowieso schon mit Hauswahlen mit einem Amateurspieler spielen müssen. Sie haben ihre Sache gut gemacht. Das Team hat sich gefunden. Es passt alles so miteinander, aber dann werden die individuellen Fehler gemacht und das darf nicht sein. Okay, meine Arbeit beginnt gleich wieder im Hotel beim Essen und wir müssen, das habe ich gesagt, noch an uns glauben, aber es ist sehr, sehr schwer. Jetzt laufen euch die Spiele davon und Otto Rehagel fährt am Mittwoch nach Bielefeld. Was steht jetzt an den nächsten? Am Dienstag? Nee. Am Dienstag? Ja, wir spielen doch am Mittwoch. Mittwoch. Ihr fahrt am Dienstag hin. Jetzt dachte ich schon, ich hätte den Termin des Spiels falsch im Kopf. Ihr fahrt am Dienstag hin. Was macht ihr jetzt noch? Regeneration oder? Ja, natürlich. Am nächsten Tag, morgen früh, treffen wir uns wieder um 10, wie immer. Und werden dann, soweit es geht, die Geschichte hier analysieren und uns auf das Spiel in Bielefeld vorbereiten. Dankeschön, meine beiden Herren. Tschüss. Ja. Tschüss. Die Fußball-Bundesliga. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Your eyes, is that your smile? I've been looking at you forever, yet I never saw you before. Are these your hands holding mine? Now I wonder how I could have been so blind. And for the first time, I am looking in your eyes. For the first time, I'm seeing who you are. I can't believe how much I see when you're looking back at me. Now I understand why love is love. The first time, oh yeah.
Can this be real? Can this be true?